Das ist eine Geschichte. Ja, sie sind mittlerweile YouTube-Legenden. Ilo und Mops. Und wie Ilo, wie ihr auf Ilo gekommen seid, das werden wir gleich mal ein bisschen erklären. Mops ist die Frau, komischerweise, obwohl du gar nicht aussiehst wie ein Mops. Nee. Ja. Du bist schlank, du bist rank, du bist hübsch. Warum Mops? Ja, weil er mich immer geärgert hatte. Ich bin mopsig und alles Mögliche. Ich hatte schon ganz viele Spitznamen und irgendwann war mopsig. Und dann hat es sich ergeben, Mops. Und meine Mutter, ihr Spitzname ist Dicke und ich bin der Mops. Und von daher haben wir gesagt, Ilo und Mops. Ja, du bist blond. Du bist naturblond? Ja, also straßenköterblond. Ne? Ist okay. Ein bisschen nachgeholfen. Ein bisschen nachgeholfen. Und ja, du bist bei der Müllabfuhr gewesen oder bist da immer noch? Du hast jetzt Elternzeit. Ich habe jetzt Elternzeit, genau. Ich bin bei der Müllabfuhr und ja, habe da eigentlich ein sehr schönes Leben. Das war jetzt auch eine große Entscheidung, dort zu sagen, okay, ich mache eine Pause, aber wir haben ein kleines Kind und dann macht man das gerne für sein Kind. Ne? So, ihr habt Folgendes gemacht. Ihr habt eure Eigentumswohnung verkloppt, ja. Genau. Wir haben nicht nur unsere Eigentumswohnung verkauft, wir haben auch unser großes Auto verkauft und unseren Wohnwagen verkauft, dass wir halt das hier machen können, weil wir auch nicht wissen, ob wir überhaupt zurückkommen. Kann auch sein, dass wir irgendwo hängen bleiben und sagen so, jetzt leben wir in einem anderen Land. So, ja, das Ganze kann man finanzieren durch YouTube, ganz klar, wenn ihr jetzt noch viel mehr Follower habt. Ihr macht tolle Geschichten, ihr macht quasi jeden Tag eine neue, oder? Ja, genau. Wir strahlen immer eigentlich um 18 Uhr ein Video aus und erzählen dann quasi von unserer Geschichte. Und es hatte sich dann so entwickelt. Wir waren halt letztes Jahr im Urlaub gewesen und danach sind wir dann mit dem Wohnwagen weiter gestartet und haben das so gefilmt. Und irgendwann kam bei uns der Wunsch, wir wollen verreisen und es wäre doch cool, wenn wir irgendwie im Wohnmobil oder nee, im Wohnwagen zu der Zeit durch die Gegend reisen könnten und dann haben wir gesagt, okay, komm, machen wir das. Also nochmal, ich fasse mal zusammen. Ja. Ihr habt die Wohnung verkauft, ihr habt das Auto verkauft, ihr habt den Wohnwagen verkauft, ihr habt alles verkauft, ihr habt den Hausstand verkauft. Ja, bis auf ein paar Sachen. Die Couch ist eingelagert. Bett, sind eingelagert. Und dein Schätzchen, dein Auto. Und mein Auto ist auch eingelagert. Ihr habt den Sohn verkauft. Nee, da ist er. Der ist nämlich total klasse. Und der große Beruhiger, der übrigens mein Sohn schon hatte, der ist jetzt 9, mit 2 Jahren hat er schon ein iPhone bedient. Die Kinder sind ganz normal. Das ist eigentlich das, was wir damals hatten im Fernsehen, oder? Ja, dass auf jeden Fall. Ja, wir waren mal auf einer Hochzeit, da war so ein ganz kleines Kind, da hatten wir ihn noch nicht. Und da war dann wirklich 2 Jahre und die konnte gleich scrollen und so weiter. Also die Technik reift einfach. Ne? Die Kinder sind dann dabei und ja. Früher waren wir mehr auf dem Pöhler, glaube ich. So. Und für alle, die jetzt sagen, ja, das Kind kriegt ein iPhone, wird beruhigt, wir haben es eben ohne probiert, das geht gar nicht. Ja. Also es ist mir auch ein bisschen unangenehm, ne? Weil das ist so eine Notbremse, die man hat. Aber hier ist gerade kein Spielplatzprogramm für ihn und deswegen müssen wir gucken, dass er gerade auch hier auf seine Kosten kommt. Außerdem habe ich ja gebeten um das Interview. Normalerweise hättet ihr auch ein bisschen mehr Zeit für euch. Okay. Wir sind auf einem ganz tollen Treffen, Morello Open. Jetzt habt ihr keinen Morello, es ist ja Open. Das heißt, hier darf jeder hin. Ihr habt einen Etrusco, aber nicht irgendeinen, sondern einen richtig schönen. Was ist das für einer? Ja, das ist ein T7400 und SB und wir haben ihn aufgelastet. Schicke Felgen, 18 Zoll Felgen. Ich zeig dir mal gerade. Du bist so ein Sportwagen-Fan, oder? Ja, nein, ich mag BMW, aber ich, natürlich, ich finde es halt schön. Ne? Das bringt ja auch mehr Sicherheit auf der Straße. Ne? Ja, klar. Es sieht sportlicher aus. Ne? Ja. So, dann hast du dir natürlich gegönnt die ZF-Automatik, 9-Gang, die übrigens das ist jetzt ein Ducato 8 drin, oder? Ja. Das ist ein Ducato 8, ja. Der ist ultra leise geworden. Also, das ist gar kein Vergleich mehr zu den anderen. Habt ihr es festgestellt? Nein, wir sind ja die totalen Amateure. Also wir wissen eigentlich gar nicht viel über Wohnmobile und so weiter. Das ist jetzt der erste Test, ist ja unser Erstfahrzeug so gesehen. Ne? Erstfahrzeug, ja. Ihr habt lange gesucht. Also ich habe euch, ich gucke ja immer euren Kanal, muss ich fairerweise sagen. Ich gucke wenige Kanäle, aber euer ist Pflichtprogramm. Wart bei Tausenden von Händlern, habt euch umgesehen und habt das immer wieder gefilmt. Ja, ja genau. Ja, wir mussten ihn wirklich finden. Und wir haben noch eine große Sache. Ich glaube, dann haben wir das erste Mal, irgendjemand hat uns auf Etrusco aufmerksam gemacht. Ein Zuschauer. Ja, genau. Und dann waren wir, glaube ich, ich weiß gar nicht genau, wo wir waren. Dann haben wir ihn gesehen, dann haben wir so von der Innenausstattung, ich glaube, wir betrachten Wohnmobil anders. Irgendwie, ne? Wir haben es anders gesehen. Ja, weil wir halt nicht so in dieser Materie sind, wussten wir gar nicht, worauf wir technisch achten müssen. Und dann gehst du halt da rein und das war halt so, ja, findest du es ansprechend, findest du es nicht ansprechend. Ach so, ihr habt erstmal das Design. Als Frau hast du gesagt, gefällt mir das Ding überhaupt. Ja, genau. Es war direkt, ach, wieder raus so ungefähr. Ne? Es gibt ja so Wohnmobile, da hast du echt das Gefühl, du sitzt im Wohnzimmer deiner Oma. Ja, genau. Und ich wollte halt nicht, dass wir dieses klassische
Rentnerfahrzeug. Also nichts gegen Rentner oder so, um Gottes Willen, jetzt nicht falsch verstehen. Warum schaust du mich gerade so genau an? Du bist ein junger Bursche noch. Okay. Aber ich weiß genau, was du meinst. So dieses Elfenbein, dieses... Ja. So, das hier sieht ja aus wie so eine, ich sag mal, schöne Designwohnung. Die ist ja fix und fertig eingerichtet, oder? Ich wollte auch ein bisschen mich damit identifizieren, weil ich wusste ja, was der Preis dafür ist, dass unsere Wohnung verkauft wird und so. Und dass wir halt mindestens 2 Jahre da drin wohnen. Und deswegen war auch so, ich muss mich ein bisschen damit identifizieren können. Und damit kann ich mich ein bisschen identifizieren. Wir schauen mal an, wenn ihr mal euch mal gerade neben mich stellt. Seid mal gerade so lieb. Ja. Okay. Kommt mal neben mich, dass ihr mal nicht hier im Vordergrund seid. Und wir schauen uns das Auto mal an. Länge von dem Auto, weißt du schon? 7,40 Meter. 7,40 Meter Höhe? Genau. 2 Meter. 2,95 wurde jetzt aber hochgepackt wegen dem Max. Ich meine, auf 3,10 sind wir offiziell. Das heißt, ihr habt den gleichen Lüfter wie ich. Der ist sehr leise und er funktioniert ganz gut, hat eine Fernbedienung. Dann Optik außen ist natürlich ein Teil integrierter. Warum ein Teil? Er hätte ja auch einen voll integrierten nehmen können. Ja, hat uns nicht so gefallen optisch. Einfach da drin der Vorbau, wenn man sitzt. Ich möchte recht weit vorne eigentlich sitzen. Obwohl es vielleicht der gleiche ist, aber es wirkt anders, weil es abgeschrägt ist nach unten der Teil integriert. Bist du jung für einen voll integrierten? Ja, ne? Ich glaube schon, ja. Ja. So, ja. Und ja, die Felgen wirken ja auch besser. Wir müssen ja auch sagen, wir fanden ja auch Kastenwagen geil. Ne? Bloß für uns als Familie war das ein bisschen zu klein. Und dann war der Hintergrund so, wenn wir im Kastenwagen leben würden, der Illo kann sehr zickig sein. Und dann würden wir... War der da? der kann zickig sein, der sieht doch so nett aus. Fall. Aber trotzdem, wenn das eng wird, dann wird der zickig. Und da haben wir gesagt, nee, ey, da geht unsere Ehe kaputt, das können wir nicht bringen. Deswegen, wir brauchen ein bisschen Platz. Und Kastenwagen sind halt auch geil. Und deswegen haben wir gesagt, komm, so ist noch ein bisschen sportlich. Wir machen uns hier ein bisschen sportlicher und dann fühlen wir uns auch richtig drin wohl. So, es steht auf Gas. Habt ihr schon eine Tankgasflasche? Nee, das haben wir nicht. Kommt demnächst dann wahrscheinlich so. Ja, wissen wir noch nicht so ganz. Ne? Erstmal alles testen. Und so, die Tuma-Heizung, jetzt ist ja Sommer. Da, ihr fahrt damit ja auch im Winter unterwegs dann, oder? Seid ihr dann in Portugal? Ja, natürlich. Wir sind dann im Süden, ne, wo das der Sonne hinterher, sag ich mal so gesehen. Ne? Ja. So, jetzt mal. Ich nehme mal an, du hast noch einen Vater und eine Mutter, oder, Illo? Ja. Ja, so was haben die denn gesagt, als du gesagt hast, hier, wir ziehen aus, wir kaufen die Wohnung und so weiter. Haben die gesagt, hey, Junge, mach. Ja, Glückwünsche mit skeptisch dabei so, ich denke mal, gemischte Gefühle. Ja, meine Mama ist da sehr offen so, ne, sie vermisst uns. Ja, halt, genau, ne? Die vermisst uns, aber teilweise wurde dann gesagt, wo wir die Wohnung geholt haben, ach nee, hätte ich ja nicht gemacht. Und jetzt heißt, ach nee, sie hätten sie nicht verkauft, die Wohnung, ne. Aber ja, wir machen unser Ding und ja. Genau. So, wir werden gleich mal eine Rundtour machen. Ihr habt hochwertige Fahrräder mitgenommen, damit die auch ja gestohlen werden. Wir strampeln noch richtig am Berg. Genau, ne? Genau. Wir haben keine E-Bikes und das wird auch nicht passen mit der Heckachslast. Von daher, und die hatten wir und wir mögen sie. Du hast einen Führerschein gemacht, einen C1E. Ja, genau, Ein C1, weil du noch zu jung bist. Ja, genau, weil ich noch zu jung bin und weil ich sonst nur diesen klassischen B-Führerschein hätte. Ich habe vor 2 Jahren auch den BE-Führerschein gemacht, weil wir halt uns vor 2 Jahren den Wohnwagen geholt hatten. Und hieß es ja jetzt, wir lasten den auf. Und wir haben uns lange davor gesträubt, sollen wir ihn auflasten lassen oder nicht. Weil natürlich da auch der Führerschein mit dran hängt und auch finanziell gesehen, was kostet. Dein Mann ist 34, das heißt, du hast noch den alten Dreier. Nee, ich habe berufstechnisch, weil ich ja bei der Müllabfuhr bin, damals den CE machen müssen oder dürfen. Ist doch gut, oder? Ja, klar. Das heißt, jetzt die nächste Stufe wird ein ganz großer Liner von Morillo an, oder? Ja, natürlich. Können wir zumindest fahren. Könnte ja sein, ne? Also möglich ist alles. Wir sind ja gestern Probe gefahren. Genau. So, du hast jetzt ein CE hast du gemacht, oder? C1. Ein C1, ja, okay. Genau. Das heißt, du darfst bis 7,5 Tonnen fahren? Genau, und mit Anhänger bis 750 Kilo. Darf ich da mal reingucken in die Heckgarage? Ja, kannst du machen. Gehen wir mal einen Schlüssel holen. Das ist ja schon so eine Beziehungsprobe. Jetzt habt ihr euch ja kennengelernt, dann habt ihr ein Kind gemacht, dann kam der, dann seid ihr im Wohnwagen unterwegs. Da ist man ja ständig und immer, oder? Ja, das stimmt. Aber wir sind mittlerweile schon 14 Jahre zusammen. Wir hatten jetzt unser 14-Jähriges und unseren 5. Hochzeitstag. Ja. Und von daher, uns bringt nicht so irgendwie was mal eben zu schnell. Jetzt habe ich mich natürlich gar nicht vorbereitet, so wirklich. Ne? Das macht aber nichts. Der war ja hier im Gebrauch so gesehen. So, ich filme mal gerade rein, weil damit es ein bisschen heller wird. Da ist der Buggy. Der Buggy war, glaube ich, du hast den Kinderwagen dabei. Ist das der gewesen? Ja, das ist der, genau. Das ist so ein Multifunktionsding, oder? Ja, das muss sein irgendwie, ne? Wenn man längere Strecken ist oder so, weil sonst heißt es immer Mama arm und irgendwann wird es schwer. So, dann habt ihr Klopapier dabei, habt ihr noch ein richtiges Kind. Übrigens, ihr habt Rollen dabei, Küchenrollen mit Pegapick. Die haben wir vom Freund, da haben wir das Haus leer gemacht im Oktober und das ist noch das ist noch sein Überbleibsel. So, da vorne ist Wasser.
Wo? Das Blaue, die blauen Tanks? Ja, das ist mal zum Einfüllen und eigentlich haben wir immer noch einen vollen. Da kann man sich mal irgendwie die Füße oder so abwaschen, bevor wir ins Wohnmobil reingehen. Du bist sauber? Ja. Das ist ja so, wichtig ist ja auf so kleinem Raum, dass du nicht alles liegen lässt. Bist du da ordentlich? Ich bin recht ordentlich. Ich bin gut erzogen, sag ich ja. Immer. Ne? Ich sag mal so, jetzt käme ich über die Jahre alleine klar. So, hört sich jetzt komisch nach 14, an. Nach 14 Jahren habe ich ihm alles beigebracht. Er sagt irgendwann zu mir, jetzt würde ich auch alleine klarkommen, weil du hast mir alles gezeigt. Ne? Okay, fangen wir an. Zahnpasta, Klodeckel? Nee, der lässt immer nur das Licht an. Lässt nur das Licht an? Okay, das geht ja noch. Ja. Das ist die Batterie leer. Ihr habt oben am Dach Solar? Ja, richtig. Viel Solar? Zwei Platten. Ja, zwei Platten, knapp 400 Watt insgesamt. Das heißt, die Batterie war noch nie leer? Nö. Nee, die war wirklich noch nie leer. Ein Strich vielleicht mal. Ne? Wir sind komplett autark. Ne? Ja, bis jetzt. Okay, cool. So, jetzt habt ihr ja keine Wohnung mehr. Du hast mir eben noch gesagt, naja, du denkst dir ab und zu mal, es wäre ein Traum. Ja, ja. Ihr fahrt zurück und dann wachst du auf und sagst, ey, endlich Urlaub, Ende. Ja, für mich ist es wirklich noch so, ich habe so dieses Gefühl, wir sind halt wie mit unserem Wohnwagen unterwegs, so 3 Wochen jetzt Urlaub, ne? Und dann nächste Woche fahren wir nach Hause, schließen die Tür auf, aber dem ist halt nicht so, ne? Und das habe ich noch nicht so ganz realisiert. Also für mich ist noch so Urlaubsfeeling, aber gibt keine Wohnung mehr. Das ist jetzt mal eine Frage. Du bist ja bei der Müllabfuhr. Wie lange darf man denn da neben Elternzeit? Nee, ich darf jetzt 2 Jahre. Also das 2 Jahre? Also mindestens 2 Jahre seid ihr jetzt mal unterwegs? 2 Jahre sind wir unterwegs und alles ist schön, so gesehen. Viele träumen ja davon und ihr macht das einfach. Ja, wir lassen den Traum wahr machen. Ne? Ja, also wir lassen den Traum wahr werden, so gesehen, ne? Wirklich. Wenn nicht jetzt, wann dann? Ne? Wir haben jetzt die Möglichkeit dazu, die Elternzeit zu nutzen. Und wir haben gesagt, jetzt ist noch keine Schulpflicht und hinterher ist der Kleine groß und hat ein Kind, dann machst du es nicht wegen den Enkeln. Genau, machst du es nicht wegen den Enkeln. Du denkst jetzt schon, der Kleine hat da ein Kind, oder? Ja, nein, ich denke natürlich weiter, aber es kommt immer was im Leben, weswegen du es nicht machst. Und wir sind jetzt jung und haben gesagt, okay, warum sollen wir jetzt warten? Wir nutzen jetzt einfach die Zeit. Sehr schön. So, ich sehe schon, der hat keinen Doppelboden. Ihr müsst alles dann im Fahrzeug mehr oder weniger unterbringen, wenn es nicht in der Heckgarage ist, oder? Ja, genau. Okay, da gucken wir uns gleich mal an. Ja. Ihr habt euch wie kennengelernt? Der Illo hat Musik gemacht. Ich mach war immer noch ja, Musik. Genau, auch immer. Für unseren Kanal hier, ne? Genau. DJ bist du, oder? Nein, ich bin Rapper so gesehen. was bist du? Aber nicht ich Gangster bin Rapper so gesehen. Ja, genau. Nee, ich habe schöne, wir haben auch unser Intro, alles. Also bei jedem Vlog von uns ist meine Musik. Wir benutzen eigentlich nur meine Musik. Du siehst so nett aus. Ja. Du bist Rapper. Ja, klar. Aber bin netter ich Rap. Ja. Sprachgesang. Sprachgesang, ja. Mach mal eins. Ja, unsere Frau ist ja, wir haben schon immer einen Traum gehabt, Richtung Sonne, Richtung Süden, wir haben es rausgeschafft. Schieb die Zweifel einfach weg, verdammt. Schau dir das Wetter an. ja, im Song. Ja, und dann, ich meine, so, im Prinzip sind die ganzen Rapper ja unglaublich umworben. Wie hast du das gemacht, dass du da rankamst? Ja, ich war 18, er war 20, ne? Das ist jetzt mittlerweile schon 14 Jahre her. Und dann bin ich zum Auftritt von denen und dann spielte halt ein Lied. Und habe ich zu meiner Arbeitskollegin gesagt, komm, wir gehen nach vorne tanzen. Ne? Und haben wir getanzt und dann habe ich zu ihr gesagt, komm, wir gehen mal da hinten rum, gucken, wer da alles ist. Ja, auf einmal kam er zu mir und sagte, hi, ich bin der Olli. Ich sage, nee, Illo. Und er so, hä, woher kennst du mich? Ich sage, ja, ich kenne eure Musik und hatte sogar einen Text von ihm bei mir zu Hause an eine Wand geschrieben. Nein, ja, unglaublich. Doch, ja, doch. Und hat er das gesehen und sagte, wow, das sind meine Zeilen. Du bist ne? Groupie, oder? Ja, ich war Groupie quasi. Und sie fällt ja auf in der Masse, ne? Naja. Schon, oder? Ja, und dann war es so gewesen, dann kamen die Kumpels und sagten, so, hello, komm, wir gehen. Und er so, nö, ich bleib hier. Ja, und dann seitdem sind wir halt uns trennlich, ne? Ja, wirklich. Ja. Trennlich. So, und ihr habt dann relativ schnell, seid ihr seit 4 Jahren verheiratet? Seit fünf Jahren verheiratet, 14 Jahre zusammen, genau. Wir sind auch schnell zusammengezogen nach 9 Monaten. Ah. Vorher war ich immer nur bei ihm gewesen, bin quasi nach Hause, um mal so Hallo zu sagen, dann wieder dahin, ne? Und dann sind wir halt nach 9 Monaten schon zusammengezogen und seitdem gibt's halt Illo und Mops. Illo und Mops, ja. Also, erst war Schätzchen. Schätzchen. Ja, genau. Und dann kam der Mops so raus. Ja, genau. Dann hast du mich immer geärgert, ne? Ja. So, ihr seid aus dem Ruhrpott. Ja. Papa, was hat der gemacht beruflich? Papa ist LKW-Fahrer. Ich bin LKW-Fahrer. Du bist LKW-Fahrer. Ja. Das heißt, du fährst den Mülltransporter? Nee, ich fahre einen Sattelzug, so gesehen. Wir fahren den Müll, fahren wir halt in eine andere Stadt zur Verbrennung. Ach so, du bist nicht der morgens die Mülltonnen einsammelt? Nein, da bin ich nicht. Ich fahre wirklich den langen Sattelzug, den 40-Tonner.
und muss eigentlich nur den Schubboden bedienen. Ja, wirklich, ich muss nicht selber die Tonnen. Ich habe auch in der Ausbildung natürlich die Tonnen schleppen müssen, schwere Teile. Ach, da gibt es eine Ausbildung für mich. Ja, ich habe Berufskraftfahrer gemacht. Ja, okay, habe meinen Führerschein bei der Feuerwehr gemacht dürfen, einen Monat lang. Das war Spaß, ich wollte jetzt nur sagen. Also der ist einer der wichtigsten Berufe. Du kannst quasi, wenn du in den Beruf zurück willst, gar nicht mehr arbeitslos werden, weil Berufskraftfahrer gibt es viel zu wenige. Müll wird es immer geben. Ja, wird es immer geben. Ja. Ist so. Und der Vorteil ist, wenn es mal richtig groß wird, das heißt, du kannst rückwärts einparken mit einer Deichsel. Ja. Ja. Obwohl, ich muss sagen, beim Führerschein, da war, ich fahre ja einen Sattelzug. Ein Sattelzug ist was anderes als ein Gliederzug, so gesehen. Und ich dachte dann salopp, so beim Führerschein, ja, ich fahre den rein. Ich habe es nicht geschafft. Ich habe es nicht geschafft, wirklich. Ja, weil wegen der Deichsel, das ist was ganz anderes. Ne? Also ein Sattelzug ist easy. Ne? Jetzt. Ja, die Deichsel, aber das geht auch mit der Deichsel. Ich weiß nicht. Also eigentlich ist ein Sattelzug sowas wie ein Wohnwagen hinten dran, oder? Ja, hundertprozentig. Genau. Ja, deswegen, also ich habe mich sofort zu Hause gefühlt, konnte ihr natürlich alles auch gut zeigen. Wir haben auf dem Parkplatz noch ohne Führerschein aber geübt, ne? An so einem Sonntag, ne? Ja, ja, klar. So, du hattest Prüfungswammel bei C1? Es ging. Mehr so vor der Theorie und vor den Abfahrtskarten, aber das hat gut funktioniert. Aber ich bin ja nur mit so einem kleinen Möhrchen gefahren, die von der Fahrschule haben dann zur Obstkiste gesagt. Das war irgendwie so ein kleiner Mercedes. Sprinter oder was? Ja, so ein größerer Sprinter. Das war ganz Sprinter hinten mit Zwillingsreifen meistens. Ja, das sind dann so die über 3,5 Tonnen. Die sehen aber aus wie normale Sprinter. Eigentlich ist es ein Sprinter, oder? Ja, mein Opa hatte früher so einen, ja. Der hatte so einen blauen Brummi. Brummi haben wir gesagt, glaube ich. So, du bist, du gehörtest zu den Helden, Heldinnen der Nation vor 2 Jahren, denn du warst Krankenschwester, hast unglaublich viel unter dir gehabt. Was hast du denn genau gemacht als Krankenschwester? Ich habe in der Onkologie gearbeitet. Also ich habe meine Ausbildung gemacht. Mein erster Einsatz war in der Onkologie. Habe direkt festgestellt, finde ich toll. Und ist aber schon hart für viele, oder? Ja, aber ich muss sagen, diese Menschen, die sind so, die haben so viel Energie und Kraft und Lebensmut. Erklär doch mal den Leuten, was Onkologie ist. Onkologie ist Krebsstation. Ja. Und die Menschen sind solche Kämpfer und das finde ich immer bewundernswert, weil andere, die gehen da hin, die haben irgendwie einen Blinddarm und sind am Rumjammern, auf gut Deutsch, sag ich mal. Und die Menschen wissen ja gar nicht, schaffe ich es, überlebe ich, was ist mit dem Haus, was ist mit den Kindern und so. Und du gehst da zu denen hin und die freuen sich, dass sie dich sehen und haben so viel, sind Kämpfer und so. Und das fand ich toll. Ne? Und dann bin ich nach der Ausbildung in ein anderes Haus, habe ich direkt gewechselt, wollte ich wechseln, was halt näher ist und habe direkt in der Onkologie angefangen und fand es halt toll. Ne? Das ist so, man wird da nicht reich bei, habe ich gehört. Also das ist für die Arbeitszeit, die du investierst und auch wann du arbeiten gehst, das ist eine harte Belastung. Wenn man jung ist, da merkt man es vielleicht noch nicht so. Ja. Da sind auch viele, ich sag mal, Kolleginnen, die das machen, dann über 50 und so. Das ist schon eine große Belastung. Oder? Aber ich habe ja so gerne gearbeitet. Ich habe ja sogar noch zusätzlich beim Pflegedienst auf 450 € Basis gearbeitet. Echt? Ja. Die fast 5 Jahre lang. Kraft der 2 Herzen. Quasi. Ja, ich bin wirklich morgens zum Pflegedienst bis 11:45, bin dann schnell nach Hause, hab mir Brötchen mitgenommen, bin zum Spätdienst, dann bis 8:45 und das all die Jahre. Ja, oder mal andersrum halt. Ne? Ja, ja. Du hast ja auch Nachtschichten auch mal zwischendurch. Auch. Wir haben ja sehr viel gearbeitet, ne? Die letzte Zeit. Sag mal so, ihr seid jetzt seit 4 Wochen unterwegs eigentlich. Wohnung, ihr seid wann ausgezogen? 1.5. Seit 1.5. sind wir wohnungslos. Wie lange braucht man, bis man ankommt in der Situation? Ich weiß es nicht. Wie gesagt, für mich ist das nur gerade so Urlaubsfeeling. Wir sind gerade immer noch Urlaub. Ja, immer noch Urlaub. Ja. Ja. So, und jetzt, aber ich glaube, so richtig greifbar wird das erst, wenn ihr aus Deutschland mal weg seid, oder? Ja, ich glaube auch. Ja. Ich glaube, irgendwann, die Tage war das irgendwann gewesen, wir waren unterwegs, dann sitze ich bei dem Kleinen und dachte so, ja, jetzt würdest du vielleicht normalerweise am Küchentisch sitzen, der Kleine würde jetzt ins Kinderzimmer vielleicht kurz gehen, dann legst du dich gleich ins Schlafzimmer, ins Bett. Und dann war so, das ist ja alles nicht mehr da, ne? Alles weg. So, aber dafür werdet ihr demnächst belohnt. Wir gehen am besten mal rein, zeigen mal euer Reich, denn ich habe ganz viele Fragen an euch. Ja klar, wenn man auszieht, in die weite Welt geht, Ordnung ist das halbe Leben. Ich zeige mal gerade, ihr habt Schiffsbodenoptik mit drin. Ja. Das ist toll. Geh ruhig mal rein. Hier vorne ist ein Schuhfach. Oder zeig mal bitte. Da haben wir sogar die Pfandflaschen auch drin, ja. So, du bist ja eine schicke, moderne Frau, so muss man es ja sagen. Und die haben ja normalerweise immer einen Hausstand an Kleidern drin und so weiter. Hast du dich ja ein bisschen reduzieren müssen, oder? Ja, also ich habe ganz viele Schuhe eingelagert und ich habe jetzt wirklich nur, ich weiß nicht, ich sag mal 8 Paar Schuhe mit. Nur? Ja. Also mit den Latschen, oder? Ja, mit Latschen, also mit Sandalen irgendwie 8 Paar. Ich trage ja meistens sowieso gerne Sneakers, ne? Und meine Sneakers, die ich anhab, die schwarzen, sind so meine Alltags-Sneakers. Und genau. So, das ist ja ein Experiment. Die meisten, die ja dann auf lange Reise fahren, die machen das ja im Liner. Mhm.
Gerade viele ältere Personen sind ja in Spanien, in Portugal, was weiß ich wo. Und ihr habt euch für einen Trusco entschieden, der ist ja schon groß. Ja. Aber der hat jetzt keinen Doppelboden, der ist natürlich nur bedingt wintertauglich. Für minus 20 Grad ist er, glaube ich, nicht gemacht und so. Aber ihr könnt ja entfliehen. Ihr könnt ja sagen, da sind wir halt im Winter halt in Italien. Genau, wir mussten halt Preis-Leistung gucken, ne? Weil wir mussten ja auch Sachen dafür verkaufen und wir wollten ja auch nicht das ganze Geld irgendwie ausgeben. Und wir fanden Preis-Leistung gut, uns hat es gefallen. Und wir wollen ja sowieso nicht hier im Winter in Deutschland sein. Wir wollen ja dann wirklich in den Süden und von daher, wir reisen der Sonne hinterher. Ne? Wir haben jetzt auch nicht irgendwie so einen Schlachtplan, dass wir sagen so und so und so, dass wir jetzt sagen irgendwie 30 Länder in so und so vielen Tagen, sondern wir wollen als Familie das entspannt machen. So ein bisschen Selbstfindungsphase ist das auch, um zu gucken, was wollen wir wirklich. Und wir wollen halt der Sonne entgegenfahren. Ne? Hast du schön gesagt, ja. Jetzt ist das ja euer Zuhause. Hast du schon mal darüber nachgedacht? Ein Crash? Einer fährt dir mal schön ins Auto rein und der muss repariert werden? Oder denkt man daran nicht? Kann passieren. Ich habe mal als LKW-Fahrer habe ich genau zwei LKWs vor mir gesehen. Ich glaube, der hatte einen Reifenplatzer, der ist komplett in die Mittelplanke reingerast. Das sah echt heftig aus. Klar geht das mit deinem Herrn, ne? Aber ich bin halt jeden Tag auf der Straße. Ich bin jeden Tag 250 Kilometer mit einem LKW gefahren und noch hin und zurück. Also du sagst also, das Leben ist eh gefährlich genug und ob du jetzt da bist oder da, spielt eigentlich keine Rolle. Oder? Das spielt keine Rolle. Ja. Klar, es würde uns gut handicappen, ne? Wenn wir hier mal eine Panne hätten, ne? Aber denk mal nicht daran. Was soll's? Du hast eines der zuverlässigsten Zugfahrzeuge der Welt, also muss ja. Man schon sagen, so ein Fiat Ducato, das ist ja Kindergeburtstag, was ihr hier mitfahren werdet, im Vergleich zum Nahverkehr, die damit gefahren wird, UPS, DPD, was weiß ich, die Krankenwagen sind ja eher Mercedes und so, aber man muss ja auch sagen, das Budget war ja begrenzt. Habt ihr jetzt so abgespartes Geld in so Tüten drin, die ihr jeden Monat aufreißt? Oder wie läuft das? Wie läuft das? Ja, bislang... Oder schwimmt ihr jetzt im Geld wegen der Einbesonnung? Nein, nein. Also um Gottes Willen, wir schwimmen nicht im Geld. Wir sind sparsame Leute. Ich würde nicht sagen, wir drehen jeden Cent dreimal um, aber wir sind halt nicht, dass wir irgendwie Geld aus dem Fenster werfen oder so. Der Friseurbesuch, der kostet ja... Ich habe eine private Friseurin, die kam immer zu mir nach Hause, habe ich 30 Euro für Strähnchen bezahlt und inklusive zu mir keinen Namen nennen, okay? Nein. Gut, aber die vermisse ich jetzt schon und die hat auch Illo die Haare für einen Zehner jedes Mal geschnitten, also... Und das wächst ja schnell nach, die Seiten. Ja. Du schneidest ihm jetzt die Haare? Oh Gott, das will, das tue ich mir nie an. So, das heißt, du musst ja dann einen Friseur suchen, oder? Ja, leider. Also ich versuche sie ja immer anzulernen, aber dann meistens in so Uhrzeiten, dann will sie nicht. Oder so. Nägel, zeig mal deine Nägel. Darf ich mal sehen? Nee, Nägel habe ich Natur. So, Natur ist wichtig. Natur, als Krankenschwester ja, genau. Haben wir ja Naturnägel. Ja. Also nix hier Gel oder so. Ja. So, das fällt auch schon weg. Dann waschen, wie läuft das? Mit Wasser. Ach so. Nein, ich meine jetzt bislang welche? Waren wir immer jetzt bei Illos Mama noch mal zwischendurch, da war alles durch. Das fällt ja weg. Das fällt weg, ja. Dann ganz klar wollen wir Waschsalons besuchen. Auf Campingplätzen gibt es auch Waschmaschinen und man kann ja auch mal abends ein T-Shirt per Hand durchwaschen. Also wir haben ja eine große Schüssel mit, wir haben Flüssigwaschmittel mit. Ne? Also uns ist natürlich Hygiene ist für uns trotzdem weiterhin wichtig. Ne? Wir sind jetzt nicht hier... Echt? Ja. Das ist ja so, viele verwahrlosen ja dann im Urlaub. Nein, stehen erst um 3 Uhr auf nachmittags. Das Kind, die Windel voll und so, egal. Nee, lass mal. Also, nee, muss schon sein. Ne? Okay, das ist wichtig. Wichtig ist ja ein Rhythmus. Also man, ich sag mal, schläft man schon mal länger, wenn man so im Urlaub ist, quasi? Ja, wir haben das Glück, unser Kind schläft halt auch länger, ne? Und so bis, wir stellen uns eigentlich mal Wecker für 8 Uhr. Ja, 8 Uhr. Und das ist morgens. Eigentlich eine gute, morgens. Okay, so, toll. Und der Kleine hat heute bis, ich glaube, 8:45 geschlafen, weil hier gestern noch Party war. Der hat ja auch ein bisschen mitgetanzt und deswegen hat er dann auch länger geschlafen. Ja, mein Sohn war ja, seitdem er 3 Monate ist, in der Ganztagesbetreuung, weil er sollte Französisch lernen. Also spricht er nur Französisch mit allen drum und dran. Alle haben geschrien, 3 Monate, wie kannst du den nur abgeben? War aber so eine Entscheidung. Es gibt die und die. Die allermeisten noch vor, sag mal, 50 Jahren sind ja in der Familie groß geworden. Du warst schon im Kindergarten? Ich selbst war auch im Kindergarten, ja. Und du? Ich war auch im Kindergarten. Ich war bei der Oma. Ich war dann nur ab und zu mal beim Kindergarten. Eisenbahnersiedlung. Du warst auch im Kindergarten? Ja, in meinem Kindergarten. In deinem Kindergarten. So. Wo der Elias ist. Merkst du, der Abschied, ist er schwer gefallen? Nein, gar nicht. Der Mian war jetzt auch nicht so lange im Kindergarten gewesen und er wollte auch nicht. Ne? Es war immer morgens, nein, ich will nicht. Also wirklich das Erste, was er morgens gemacht hat, ich will nicht in den Kindergarten. Und dann haben wir ihn hinterher schon vertröstet und haben gesagt, es ist nicht mehr lange, wir gehen bald auf Reise. Ne? Mhm. Und als er dann auch davon hört, hat er direkt sein Namensschild im Kindergarten abgerissen. Nee. Und doch. Und, der ist erst 3. Ja. Hat er einen eigenen Willen mit 3 schon? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So, jetzt bist du ja auch, ich sag mal,
Krankenschwester, du gehst ja mit allen Situationen professionell um, ich sag mal, auch wenn da mal irgendwas passiert. Hat das einen Vorteil, dass man nicht so etepetete ist? Oder? Ja, ich glaube schon, man hat halt viel gesehen und wir sind da eigentlich relativ entspannt. Ne? Wenn man mal irgendwie hinfällt, dann fällt man hin. Jeder von uns ist mal hingefallen und ja, ich bin also da. Nicht so, dass du nein, den nein, einpackst, nein, wenn er rausgeht, nein, in Schutzkleidung. Einen Helm darf er anziehen. Ja, beim Helm beim Fahrradfahren ist es nicht beim Rollerfahren. Nein, nein, das muss nicht sein. Das kommt demnächst, glaube ich, dass die Eltern sagen, oh, besser einen Helm anziehen, wenn er auf der Straße fällt. Er kennt es von Anfang an. Also wirklich, dass er beim Fahrradfahren oder bei allen möglichen, da muss er einen Helm tragen. Ne? Das ist schon wichtig. So, ich bin jetzt ein alter Sack. Also wir sind ja damals, haben wir es ganz gefährlich getan. Wir sind ja Fahrrad gefahren ohne Helm. Kannst du das vorstellen? Ja, ist mir auch schon mal passiert. Und dann sagte eine Freundin zu uns, der Kleine hat einen Helm auf und ihr beide nicht. Und dann ist es uns aufgefallen. Also vorher haben wir mal einen Helm getragen, aber einmal nicht. Und einmal dann haben wir direkt einen Rüffel gekriegt. Das war beim Skifahren auch so. Wir sind Ski gefahren ohne Helm. Und irgendwann habe ich gemerkt, wenn du einen Helm anhast, ist er viel wärmer. Das ist ja viel wirklich. Ja. Das hat auch Vorteile. Darf ich mal in deinen Kühlschrank gucken? Du kennst, wenn du mal ein Video von mir gesehen hast, guck ja immer gerne in Kühlschränke. Ja, mach mal. Ja, ich habe ja beide Hände voll. Warte mal. Ich guck mal gerade rein. Ah, ihr seid so eiweißmäßig unterwegs, oder wie? Nee, gar nicht. Ein paar hier Vitamin D, sowas haben wir, ne? Okay. Dann, wir sind ja Vegetarier, wir leben vegetarisch. Ach so, da brauchst du Zusätze ein bisschen, oder? Ja, also B12 substituieren wir, ne? Und Vitamin D, das nehmen ja auch ganz viele mittlerweile. Das nehmen wir halt auch, gerade im Winter. Und ansonsten, ja, haben wir hier Traubensaft, Apfelsaft, Tomaten für den Kleinen, Tomaten für mich. Ja, hier was Nachtisch für den Kleinen. Kinderstreich. Ihr macht viel Bio, ne? Ja, ja. Ja. Genau. Schmeckt auch besser, ne? Ja, ich weiß nicht, ich finde halt Qualität gut, ne? Gerade Lebensmittel finde ich wichtig, Qualität zu haben. Das ist was in den Körper reingeht. Und ich finde, an Essen muss ich jetzt nicht unbedingt sparen. Dafür sind wir jetzt nicht so die Typen, die auswärts essen. Mhm. Aber wir für den eigenen Kühlschrank, da legen wir schon Wert auf Qualität. Spülen, wer spült? Oft Illo. Auf Elo. Ja. Okay. Das Klo, die Kassettentoilette, wer bringt die weg? Elo. Elo. Was machst du überhaupt noch? Kind betreuen, alles Mögliche, ne? Hier auch sauber machen. Ich spüle auch, ich habe vorhin gespült, ne? Also so ist es jetzt nicht. Ja, wenn du deinen Mann ja gut erzogen hast, macht er alles. Auf jeden Fall. Ja. Aber was ist das für ein Ding? Das ist ein Wasserfilter, das ist der Aquion. Der ist für uns Gold wert, den haben wir letztes Jahr schon geholt. Den wollten wir all die Jahre haben. Wir haben den halt mit dem Hintergrund geholt, dass wir ihn hier nutzen können. Und der holt uns quasi, der filtert uns das Wasser, sodass wir quasi das Wasser aus dem Tank trinken können. Und da gibt es noch so ein Lichtmodul mit dran. Und der holt wirklich alles raus. Pestizide, Herbizide. Aber das Wasser ist noch mit Mineralien versetzt trotzdem. Ne? Und es macht irgendwie ganz gesund, habe ich gehört. Ja. Wir finden es klasse. Ist halt so gesehen die letzte Lösung. Ne? Also jetzt Rohre werden schmutzig, Tank wird schmutzig und da zappt man wirklich das Trinkwasser, ne? Gerade im Ausland. Gerade. Und es schmeckt gut? Es schmeckt super. Kannst du gerne mal trinken? Ja, mach mal. Ja? Okay. Mach mal rein. Ich bin mal sehr gespannt. Weil viele machen sich ja Gedanken, wo nehme ich das Wasser her? Ja. Du könntest theoretisch aus dem Schmutzwassertank das Wasser holen, da wird das auch filtern, oder? Oder bist du nicht so hart? Nee. Krass hier, riesen Display. Das heißt, du kriegst auch noch angezeigt, was du zapfst. Ja, genau. Es gibt verschiedene Basizitätsstufen. Dann kannst du halt Basizitätsstufen, also der pH-Wert. Der Körper hat ja einen pH-Wert und wir übersäuern ja ganz oft, wir Menschen. Mhm. Und dann ist halt das Problem, wenn du übersäuert bist, dadurch entstehen Entzündungen im Körper, man wird krank und das ist halt quasi, da machst du deinen Körper wieder basisch. Okay, was auch immer. Also du bist Krankenschwester, ich vertraue dir. Ja, alles gut. So, mach ich jetzt mal, ich kipp nicht um. Und? Schmeckt wie Wasser, weil wir finden, das schmeckt halt sehr weich. Also Quellwasser, ne? Ja, das ist wirklich quasi Quellwasser jetzt, ne? Qualität. Mhm. So, ich werde euch in einer Stunde berichten, ob ich noch lebe. Okay. Das ist so. Aber wenn du sagst, wir können das machen, man kann ja auch eine Wasseranalyse einschicken. Habt ihr das mal gemacht? Ja, also ein Freund von uns, der hat den auch, der hat wirklich mal eine Wasseranalyse weggeschickt und das war das beste Wasser, ne? Da ist nichts mehr drin. So, ich darf mal kurz zeigen, das ist euer Schatz, das ist quasi die größte Investition, so ein Kind kostet rund 350.000 Euro im Leben. Hast du es gut überlegt? Ja, aber ihr hättet ja euch auch einen Sportwagen kaufen können dafür. Nein, wir wollten halt immer Kinder haben, uns war klar, irgendwann kriegen wir mal ein Kind, aber halt zur richtigen Zeit, ne? Also nicht ein sofort. Ein zweites wären wir vielleicht auch interessiert, aber wir müssen ja erstmal gucken, wie sich bei uns jetzt Oma alles guckt zu, jetzt sag mal. Die Oma weiß das aber. Also irgendwann vielleicht. Irgendwann vielleicht, genau. Okay, das ist ja gut. Genau. Das heißt, alles kann, nichts muss, das ist, ihr seid
locker unterwegs. Das Leben hat euch immer gut gespielt, habe ich das Gefühl, oder? Habt ihr größeren Stress mal gehabt, irgendwas? Nee. Nee, gar nicht. Wir sind umgängliche Leute und wir sind ja auch, wir geben gern, wir nehmen aber auch gern und von daher kommen wir gut. Wie viele Freunde gehabt? Nee, nicht so viele, aber die wir haben, die wissen uns zu schätzen und wir wissen die zu schätzen. Also wir sind nicht so welche, dass wir sagen, wir haben Tausende, aber wir legen Wert auf Qualität, ne? Und wir stehen auch wirklich hinter den Leuten. Wir sind loyal. Wie im Kühlschrank so ein bisschen. Ja, genau. Genau, und ihr kauft das Richtige ein und dann, aber die wirst du ja demnächst nicht mehr sehen. Und ich denke mir, wenn man so bei der Müllabfuhr ist, da wird er vielleicht mal freitags auch mal ein Stubi getrunken. Das ist so, das heißt, ihr habt früher auf jeden Fall so. Früher so, aber ja. Du hast auch viele Freunde da, oder? Es geht so, es geht so. Ich glaube, unsere Familie, wir sind Freunde. Das heißt, ihr seid happy miteinander? Sind, ja, irgendwie, ja. Oma, Opa auch wichtig? Oma, Opa auch wichtig. Also jetzt klar, Mama, Papa von mir so gesehen, ja klar. Weil die sehen ja dann den Kleinen nicht mehr so oft. Ist dann ja, aber ja, wenn du hast jetzt zum Beispiel ein Bilderbuch oder sowas auch, genau, ne? Oder willst du anfertigen? Also wir haben jetzt nicht so den riesen Familien-Background, das haben wir jetzt nicht. Wir sind eine kleine Familie, wir haben auch nicht zu allen Familien Kontakt. Aber ja. Das ist bei mir genauso uns. Also ich muss sagen, ich habe meine Mama schon lange nicht mehr gesehen, obwohl sie gar nicht so weit weg wohnt. Die will das auch nicht. Also ich habe mich bekommen mit, ich glaube, 15 oder 16. Ja, man kann sich seine Familie nicht aussuchen. Ne? Das ist die halt ist total nett, aber die, mein Gott, die hat mich halt geboren und das, dann war die Aufgabe erfüllt, war bei der Oma groß geworden und so. Weißt du, das war geil. Die Oma, ich war quasi das achte Kind. Die hatte sieben Kinder und ich war das erste Enkelchen, was da ist. Die Cousine war auch bei der Oma. Wow. War cool. Schön, die schön. War auch Profi im Erziehen. Ja. Und deswegen ist es bei uns halt auch so wichtig, wir wollen halt Familie sein. Ne? Wir wollen als Familie zusammen sein, wir wollen die Zeit genießen, weil wir es selber nicht so hatten. Möchten wir es gerne anders machen. Ihr macht das so genial. Das heißt, ihr seid jetzt hier in Schlüsselfeld in Bayern. Was habt ihr denn für ein Budget ungefähr im Monat? Was haben wir für ein Budget im Monat, Elo? Sag mal, ich weiß es gar nicht. Schwer zu sagen. Wir sind ja jetzt im ersten Monat erst drin. Wir haben gesagt, diesen Monat. Ich sag mal eine Zahl. Ihr kommt zu euch mit 1000 Euro? Ja. 1000 Euro, ja, gut, wird schwer, sag ich mal. Ich habe mal so gerechnet, so 1,5 werden wir im Monat verbrauchen. Kommt natürlich drauf an, wie viel man fährt. 1500. Ne? 1500. Das geht doch. Aber will ich gar nicht. Also wir wollen nicht an unserem Puffer dran, wenn es geht, wir haben. Ne? Wir wollen wirklich das so lassen. Aber wir haben diesen Monat jetzt noch nicht gesagt, dass wir gucken. Aber nächsten Monat wollen wir zumindest wirklich mal die Ausgaben ausschreiben, dass wir wirklich mal wissen, so was geben wir in etwa aus. Ne? Großer Aufruf, Call to Action. Ihr habt einen YouTube-Kanal. Da kommt schon ein bisschen Geld rein. Ja, kommt ein bisschen Geld rein. Kommt ein bisschen Geld rein. So, und ihr lebt von Leuten, die euch schauen. Und ich kann euch sagen, ich liebe euren Kanal. Und ich liebe nicht so viele. Und ihr müsst unbedingt auf den Kanal gehen. Ich werde euch als angesagte Kanäle mal für 4 Wochen verlinken, dass ihr das da drin habt. Und abonniert bitte den Kanal von... Abonniert natürlich meinen Kanal, ist ja klar. Aber abonniert den Kanal von Illo und Illo und Mobs. Ja, genau. So, das ist ganz wichtig, denn mit jedem Abo, es kostet euch nichts. Ja, geht bitte da drauf, abonniert das. Und ich hätte gerne, dass ihr viele Abonnenten habt, denn viele Sponsoren, auf die ihr ja auch ein bisschen hofft demnächst, ja, gucken erstmal, wie viele Abonnenten ihr habt, oder? Ja, das stimmt, das stimmt. Ja. Also es guckt ja wirklich jeder auf die Abozahlen, ne? Wobei die ja nicht unbedingt relevant ist. Aber ihr habt ja viele Zuschauer jetzt schon. Wir haben viele Zuschauer. Unsere Videos wurden ja jetzt auch schon knapp 1,6 Millionen mal angeguckt insgesamt. 1,6 Millionen? Ja, haben wir schon 1,6 Millionen Klicks innerhalb von 9 Monaten. Wie viele Leute haben wir jetzt abonniert? 5.618 oder so. Und ihr wächst jetzt mit 1.000 ungefähr im Monat? 500 mal so. Ne? Also macht mir einen Gefallen, die beiden sind so lieb, ja. Geht bitte auf den Kanal, drückt mal auf Abo. Und die Storys sind auch klasse. Also man muss echt sagen, wenn ihr so Camping, das ist eher aber so ein Rundumschlag, die Familie. Man kriegt viel mit von euch. Ja, genau, man kriegt viel mit. Wir sind sehr transparent und wir zeigen, was wir machen und wir sind, wie wir sind und ja, und leben halt jetzt Vanlife auch. Ne? Ja, was ziemlich cool ist, ihr habt euch, du bist so ein ganz kleiner Angstschisser, muss man sagen. Du hast Angst, dass hier einer einbricht und hast sinnvolle Dinge hast du gekauft. Ich zeig das mal. Du hast die Plastikfenster, die man mit dem Hammer einschlagen kann, gesichert durch Edelstahl. Ja, genau. Das sind Sicherheitsprofile, die haben wir geholt. Die fanden wir sehr interessant, dass man das Fenster nicht mal eben von außen aufhebeln kann, sondern dass man vielleicht dann zum Nachbarn geht und da die Fenster aufhebelt. Zeig mal gerade, wie das funktioniert. Wie geht das? Das funktioniert so. Also wir haben es jetzt seitdem noch nicht offen gehabt. Ach so. Das ist der Nachteil, das Fenster geht nicht mehr auf. Ja. Also du schraubst sie ab, oder wie? Genau, nee, man muss leicht hochschrauben, so war das. Und dann kannst du die zur Seite schieben. Okay. Ja, so. Okay. So, dann kannst du das zur Seite machen. Eigentlich kannst du das so lassen. Dann kannst du es halt ganz normal aufmachen. Okay. Ach so, okay, das heißt, die Container so dagegen. Genau. Und du kannst quasi trotzdem auch für nachts eine Lüftungsstellung machen, dass du die quasi dann so hast und die Dinger wieder dran machst.
Okay. So, das, der Fiat Ducato ist ja der meistgeknackte Wagen der Welt. Mit dem Schraubenzieher kriegst du die Kiste auf, wenn du weißt wie. Ihr habt ein bisschen Vorsorge getroffen. Ihr habt einen Prickstop drin. Was ist denn das? Nee, Prickstop haben wir noch nicht drin. Wir wollen sowas. Also, liebe Diebe, macht's jetzt. Er ist noch nicht drin. Lohnt es sich. Ja, die werden quasi auf den Türöffner werden die drunter gelegt. Und dann kann man wirklich nicht mehr mit dem Schraubenzieher durch. Und jeder sieht es halt auch direkt, ne? Weil du könntest ja theoretisch einen Sticker machen mit Prickstop oder so, aber das sind welche, die sind von außen schon sichtbar und die sehen, ach, da brauchst du gar nicht reinstechen, weil da ist eine Metallplatte. Aber die muss Illo noch halt festmachen. Ja, das wollte ich jetzt machen. Du bist ja LKW-Fahrer, du kannst das doch, oder? Nein, ich kann das. Bist du Handwerker? Auf jeden Fall. Und was? Ich habe früher Möbel ausgeliefert. Ja, genau, stimmt. Okay, das heißt Schreiner so ein bisschen. So. Ja, montiert. Für wohlhabende Leute habe ich damals Möbel ausgeliefert. Hast du das, als du ihn kennengelernt hast, direkt mal abgefragt, was er alles so kann? Nee, also da konnte er noch gar nichts. Da sollte mir mal ein Regal an die Wand hängen. Das hang dann wirklich schief und ich dachte, oh Gottes Willen. Und dann fing er halt bei der Firma an und da hat er wirklich alles gelernt. Und jetzt, der baut die Küchen auf von Freunden, der baut die Küchen ab. Ist aber lieb bei Nachbarn. Ja, das auf jeden Fall. Und er hat ja alles an Werkzeug. Seine Mama hat ihm jedes Jahr immer zum Geburtstag Werkzeug geschenkt. Also wir sind komplett ausgestattet und der kann wirklich alles bauen. Und das habt ihr ja beides, Werkzeug. Wie bitte? Das Werkzeug habt ihr? Nein, gewichtstechnisch ist es nicht drin. Ne? So, habt ihr jetzt irgendwie einen Container, wo alles ist? Oder wie? Nee, wir haben was eingelagert, nicht in Containern, bei Familie halt. Okay. Und viele Sachen haben wir verkauft, wie zum Beispiel Kleiderschränke oder so. Die wurden halt von den Käufern der Wohnung mit übernommen. Und eigentlich an Möbeln haben wir wirklich nur Bett und Couch eingelagert und halt sowas wie Teller und Tassen, ne? Weil du dann irgendwie da gutes Geschirr von Villeroy & Boch hast, das wolltest du jetzt nicht irgendwie wegschmeißen, das haben wir dann auch halt in Umzugskisten eingelagert, weil es kann ja sein, dass wir in irgendeinem anderen Land bleiben und dann kann man sich ja die Sachen rüberholen. Wobei ich gesagt habe, das Bett möchte ich schon nicht mehr haben, das ist nur 1,80, wir schlafen hier drin besser, es ist größer. Also sag mal, wenn man da so ein Kind dabei hat und man hat sich ja ganz lieb, ihr seid ja noch jung und so, man kann sich ja kaum aus dem Weg gehen. Wird der Kleine denn mal vorne, kriegt er ein iPhone dann oder? Ist egal, ich stelle die Frage. Nein, viele stellen sich ja die Frage, du bist zu viert unterwegs, da hast du die Kinder mit dabei und gut, ein andermal frage ich die Frage. Es ist ja so, super. Also man braucht kein Bett. Man braucht kein Bett. Sehr schön. Du hast dir noch mehr Gedanken gemacht, dass Leute einbrechen. Was ist denn das da oben? Da ist eine Stange drin. Was kann die? Ja genau, so eine Stange, dass da quasi niemand einfach mal reinkommen kann. Also von der Luke her, dass die halt kleiner ist. Aber der geht dann halt nicht. Der geht da hier rein, der ist ja viel größer. Da habe ich die Stange, die muss ich halt auch noch montieren. Aber bis das Illo gemacht hat, dann ist wahrscheinlich... Aber wir haben vorne auch noch die Ketten, ne? Ja genau, Ketten haben wir auch noch. Wie Ketten? Ketten. Zeig mal. Ja, man kriegt die Tür nicht auf. Ah, du hast Ketten drin. Ja, genau. Mach mal auf. Ja. Geht nicht. Geht nicht. Geht so weit. Ja. Das heißt, du kriegst die Tür jetzt gar nicht auf. Genau. Du bräuchst ja dann, du bräuchst ja dann gar keinen Prickstop mehr. Ja, den mache ich nochmal zusätzlich. Okay, verstanden. So, ich zeig mal gerade, hier vorne ist... Das Regal, war das schon drin eigentlich hier in dem Wagen? Nee, das haben wir zusätzlich, das wollte Mops gern haben, von Ikea hat sie das besorgt. Genau, hier war halt die Fernsehhalterung. Wir wollten den Fernseher nicht hier haben, weil wenn ich mit dem Kleinen mal vom Bett aus einen Film gucke oder so, dann ist Illo hier nur im Weg und der Fernseher ist im Weg. Und dann haben wir gesagt, die kommt hier weg und stattdessen wollten wir halt irgendwie was haben, wo wir auch mal was ablegen können und wo vielleicht ein Pflänzchen reinpasst, dass das so ein bisschen wohnlicher aussieht. Schon, wenn du die Tür gerade nochmal aufmachst, weil ich habe Angst um meine Kamera, dass sie zu heiß wird. Ja, mir ist halt kalt. Ja, wir leiden alle. Okay, ja. Okay, ich zeig mal, das helle Holz hat dir gefallen direkt, oder? Ich wollte gerne, also die will ich gerne noch weiß haben. Jetzt geht die Tür. Weiß haben? Ja, ich liebe halt weiß. Ne? Und Illo wollte halt unbedingt das 22er Modell haben und Automatik. Für Mian war klar, halt, wir brauchen einen Tisch und ich kann neben ihm sitzen. Und ich wollte eigentlich, mein Wunsch war, ich habe hinten Regale noch und ich habe die weißen Fronten. Es gibt ja dieses Fahrzeug auch als Type X mit dieser weißen Variante, aber wir haben es halt in dieser Variante gekriegt und die Fronten können wir ja noch ändern. Ja, außerdem könnt ihr das Fahrzeug auch verkaufen. Der Markt ist ja gigant, ihr könnt euch einen neuen holen. Wenn die Sponsoren erstmal sprießen, die schmeißen euch die Autos dann hinterher, ist es so. Aber nee, Spaß beiseite, der Kanal wächst ja ordentlich, muss man sagen. Ihr freut euch wahnsinnig. Ihr habt mir erzählt, als die ersten, ich glaube 100 waren, da habt ihr mal eine Flasche Sekt aufgemacht. Ja, da waren wir in der Türkei gewesen und wir machen ja jedes Mal, auch wenn wir 500 Abonnenten wieder neu haben, machen wir immer so ein Abo-Special, weil wir uns wirklich darüber sehr freuen und darüber sehr dankbar sind. Cool. So, was macht ihr bei 10.000?
Mal schauen, seid gespannt, bleibt dran. Sehr schön. So, kochen, drei Flammen Kochfeld, langt das? Richtig. Ja, reicht. Reicht. Auf jeden Fall. Brauchen wir nicht viel mehr machen. Was wird denn gerne hier gekocht? Nudeln. Nudeln. Macht ihr Sport noch viel? Nein, machen wir nicht. Nein. Bist du so veranlagt? Weil ich zeig das mal. Ich kann gut essen, aber ich... Du nimmst nicht so? Nee, nicht wirklich. Also klar, wenn ich jetzt übertreibe schon, aber wir haben einen gesunden Lebensstil. Wir essen halt viele gesunde Sachen. Ne? Das ist ein Kracher, wie schlank du bist. Am Anfang hat man viel Fleisch von dir, muss ich sehen. Du standst immer da und da war das T-Shirt ein bisschen höher, da der Bauchnabel. Ja, da war es ja auch warm. Da war es ja auch warm. Ne? Also aber im Sommer muss ich mich jetzt nicht verstecken. Also das ist eine kurze Hose. Aber das bist du, oder? Da, ich sag mal, ihr seid unterwegs, ihr seid jung, das ist da. Weil ich habe mir dann auch gedacht, sie ist ja immer auf den Startfotos. Zeigt ja euch ja immer und nicht die Autos. Ja? Ist das Teil des Konzeptes? Ja, ist schon. Ja, was heißt du? Ich sag mal, ein blondes Mädchen, viele Ältere gucken uns vielleicht vom Wohnmobil, würde ich doch sagen. Bist du auch? Ja, also sieht auch gut aus, muss man sagen, ja. Ja, klar. Da haben schon welche mal geschrieben, verheizt deine Frau oder irgendwie was. Ne? Na, das Quatsch. War ganz am Anfang, wo wir auf der Messe waren. Ne? Aber darum geht es ja gar nicht. Aber irgendwie ein Fahrzeug sieht natürlich nicht ansprechend aus. Und wir machen ja Videos. Ich würde jetzt mal sagen, alle, die Videos machen, die wollen ja auch, dass geguckt wird. Und warum sollen wir jetzt nur ein Fahrzeug zeigen, was vielleicht dann nicht ansprechend aussieht? Es geht ja darum, jemand sieht das Video und sagt, oh komm, das gucke ich mir mal an. Ich hab ja einmal ein Video mit meinem Bild gemacht, das habe ich schnell wieder weggenommen. 10.000 Leute haben deabonniert. Oh, was? Jetzt nee, haben sie nicht. So, ich zeige mal gerade hier vorne, ich sag mal so Geschirrtöpfe und so weiter. Ist genug Platz hier in dem Auto? Ja, also ich kann ja gerne mal, wenn du machen wir hier. Möchtest. Ich nehme an, Roomtouren habt ihr schon 500 gefilmt? Nee, haben wir noch nicht. Von echt? Unserem Fahrzeug Premiere. Ja. So, also Mülleimer habt ihr? Ja, genau, hier ist der Mülleimer, dann haben wir halt hier Pfannen und den Omnia und... Omnia? Was Omnia? Ja, dieser Backofen, den kennt ja jeder, diesen Camper-Backofen. Nee, zeig mal. Echt nicht? Keine Ahnung, ich war noch nie bei Obelink. So, ihr wart schon mal Obelink, habe ich gesehen. Ja, öfters schon. Hier, dann kannst du quasi, das ist eine Art Backofen, da kannst du auch deine Brötchen aufbacken oder du machst halt irgendwelche Aufläufe hier rein. Weißt du was? Ich hab den. Ach, siehste. Ich hab den noch nie benutzt. Ach so, ja, wir auch nicht. Sag mal, ist das nicht so, wenn du einkaufen gehst bei Obelink, da musst du irgendwie abgezähltes Geld mitnehmen? Ja, am besten schon. Ne? Aber jetzt mittlerweile, wir haben ja alles und vor 2 Jahren hatten wir halt auch unsere ganzen Stühle und so da geholt. Okay. Und das waren jetzt halt so Kleinigkeiten, die man... Aber das sind ja so viele Sachen. Das ist schlimmer als in der Vorkassenabteilung bei Ikea, finde ich. Also du findest dauernd was, wo du denkst, ach, das können wir noch gebrauchen. Ja, das stimmt. Ja, das ist halt ein Paradies für Camper. Ne? Okay, sehr schön. Da, was ist da in den Schubladen? Hier haben wir halt Besteck. Okay. Du hast einen Sparschäler, habe ich gesehen. Ja, vorsichtshalber mal mitgenommen. Hier haben wir so dann Brot, Brötchen, ein bisschen Obst, ne? So Wasserkocher, hier ist ja wenig Platz, ne? Mhm. Und hier haben wir so, ja, Trockenvorräte. Wir essen halt auch gerne Müsli oder ich halt mit dem Kleinen, ne? Dann habe ich hier alles, so Paranüsse und Mandeln und Reis und Datteln und ja, Haferflocken. Cool. Ja, der ist 3. Er spricht schon in ganzen Sätzen. Ja. Ich weiß nicht, ist das so? Ist das immer so bei 3 Jahren schon, oder? Ja, ja. Ich würde sagen, also sind manche auch mit der Sprache weiter, ne? Es entwickelt sich ja alles so. Oh, der ist schon ordentlich, oder? Motorisch ist er super. Ja, motorisch ist er super und er redet halt auch gerne, ne? Ach, guck mal, da ist Trockenobst. Haben wir auch. So, da ist er jetzt hier vorne. Was möchtest du mir? Ja, jetzt möchtest du auch gucken, ne? Datteln möchtest du? Hier. Er isst halt gerne Datteln auch hier, ne? Ach, Kind ist glücklich. Ja, wir sind jetzt nur Schokolade, gibt es da mal so zur Belohnung, wenn er aufs Töpfchen geht. Und ansonsten wollen die halt auch gesunde Sachen nahelegen. Ne? So, also das haben wir geklärt mit dem Kindergarten. Also ich glaube, ich hätte mir meinen linken und meinen rechten Arm ausgerissen. A, wenn ich Mama und Papa gehabt hätte, ja, die ich ja nicht hatte. Papa hatte ich keinen. Aber wenn Opa und Oma mit mir im Wohnmobil 2 Jahre unterwegs, ey, hallo? Da hätte ich aber was erzählen können. Glaubt ihr, dass... Das Leben, ne? Ja, sieht das Leben. Jetzt kann man sich ja an viele Dinge schon erinnern. Kannst du dich an irgendwas erinnern, als du 3 warst? Also ich kann mich auch noch so aus Zeiten aus dem Kindergarten erinnern. Das geht. So ein paar vereinzelte Szenen. Aber er ist ja in vielen Videos drin. Das heißt, er kann sich später angucken. Ja, das finde ich auch cool. Ich kann wirklich sehen, wie er sich so entwickelt. Und wir hatten letztens auch irgendwie ein Video gesehen, wo er kleiner war. Das war wirklich interessant zu sehen. Ne? So, liebe Eltern, ihr könnt ruhig eure Kinder filmen. Wisst ihr warum?
die sehen jedes Jahr anders aus. Das heißt, die kann man nicht mehr erkennen nach einem Jahr, oder? Nee, nicht wirklich. Aber nicht wir wirklich. Achten halt auf so ein paar Kleinigkeiten. Ja, wir möchten Regeln, jetzt ein paar Regeln bei uns, wo wir gesagt haben, dass wir nackt oder so. Oder? Ja, also ja, es gibt nicht oberkörperfreie Filme wie ihn jetzt nicht. Er hat dann wenn eine Schwimmweste an, ja, so dass ja, wir ihn mal filmen. Und das wollen wir halt nicht. Gibt da schon seltsame Leute draußen. Ja, vielleicht, leider, klar, leider. Kann sein. Auf jeden Fall. Ich möchte niemandem was unterstellen. Das wollen wir nicht fördern, ne? Irgendwie dann da in irgendwelche Szenen zu stellen, was ihnen vielleicht mal unangenehm ist. Es lässt sich ja alles wieder löschen, aber man weiß halt nicht, was ja, für ein Publikum das hat das ist kopiert. Und irgendwo hört es auf. Ne? Ja, genau. So ist, genau. Ist auch wichtig. Also der, sag mal, hast du jetzt auch Elternzeit genommen, oder? Bei mir ist es so, ich hatte erst 2 Jahre Elternzeit, dann habe ich verlängert auf 3 Jahre Elternzeit. Man kann ja höchstens nur 3 Jahre nehmen. Mhm. Dann hatten wir aber keinen Kindergartenplatz, weswegen ich sonderbeurlaubt wurde. Mhm. Eigentlich jetzt bis September. Und jetzt habe ich meinen Arbeitgeber gefragt, ich sage, wie sieht's aus? Machen wir jetzt einen Aufhebungsvertrag oder machst du weiterhin mit mir Sonderbeurlaubung? Und der hat mich jetzt weiter sonderbeurlaubt für 2 Jahre nochmal. Das ist doch fair. Aber unentgeltlich dann, ne? Ja. Aber das heißt, du kannst zurückkommen und wirst jederzeit zurückkommen und bei dem Pflegedienst, wo ich gearbeitet habe, kann ich auch jederzeit zurückkommen. Gut, jetzt muss man sagen, es gibt ja viel zu wenig Pflegekräfte und Krankenschwestern. Also du bist ja in einem Job, genauso wie dein Mann. Ihr braucht euch um die Zukunft keine Sorgen mehr zu machen. Das, was ihr gelernt habt oder auch parallel dazu, du kannst eigentlich alles. Du könntest... Ja. In jedem Land auch, ne? Ja. Also wir können uns hier niederlassen und können wieder als Krankenschwester, wenn wir die Sprache natürlich drauf hätten. Ja, ne? Das ja, es gibt halt auch viele Sachen, brauchst keine Sprache. Zum Beispiel LKW-Fahrer. Ja, genau, ja. Habe ich gesehen, das BAG kann auch viele Sprachen. Ja, die können sehr viele Sprachen, bestimmt. Wurde ich noch nie angehalten. Noch nie? Nein, noch nie. Nichts Ladungssicherung oder? Gar nichts, ja. Wir fahren ja, also so gesehen, ist es ja eine Masse. Also wir müssen nichts absichern beim Müll. Gott, sehr schön. Also eine Masse. Wie geil. Ich zeige mal gerade, da ist der Abroller. Das ist schon schön gemacht mit der Schiene, oder? Ja, ja, finden wir auch sehr schön. Also hier mit der Zebra-Rollenhalter und dann wollte ich halt ein bisschen Pflänzchen auch wieder haben. Also ein bisschen was Grünes hier drin. Darf ich mal oben reingucken? Ja, klar. Ups, die Tür ist zu. Die Tür knallt. Oh, das macht ja nichts. So, ihr habt Blechtassen? Ja, und wir haben 2 normale Tassen. Und Dr. Jakobs Basenpulver. Genau. Was kann das? Das macht auch wieder deinen Körper basisch und das hatten wir noch, das haben wir mitgenommen. Was sollen wir denn da? Was ist das da? Das ist halt NRV, das ist halt so ein Vitalstoffkonzentrat, da ist alles drin. Also das heißt, du musst ja nicht das, das und das nehmen, damit du irgendwie versorgt bist, sondern du nimmst ein so ein Ding, trinkst das. Der Kleine trinkt das auch total gerne. Also das mögen wir sehr und dieses Burn und das Sleep, das haben wir jetzt mal gekriegt, das wollen wir einfach probieren. Das Burn ist quasi, genau, Illo testet das, anstatt eine Mahlzeit nimmst du dann das Burn, um deinen Hunger zu stillen und soll halt dann den Effekt haben, dass du ein bisschen abnimmst, weil der Illo hat auch ein bisschen 2-3 Kilo drüber, ne? Und das Sleep soll wirklich so sein, das sollst du wohl eine halbe Stunde vorm Schlafen nehmen, sollst du das trinken und dann kommst du wohl ganz schnell zur Ruhe und pennst gut. Mhm. Tabasco hast du? Ja, es muss immer sein. Wir gehen nicht ohne Tabasco raus. Stimmt das, wenn man, also es gibt viele, die packen den Tabasco in diese Umverpackung und sagen, und packen die immer wieder ein. Hab ich keinen Bock drauf. Hast keinen Bock drauf? Nee, nee. Aber die sagen dann, wenn man das nicht machen würde, dann wird die Schärfe weggehen. Also es ist trotzdem scharf, kannst gerne probieren, Löffel, wenn du möchtest. Nee. Ja, ich weiß ja, wie es schmeckt. Aber wenn wir irgendwo Pizza, also wir haben so eine Pizzeria bei uns im Ruhrgebiet, die fanden wir richtig cool und die haben kein Tabasco. Wir sind sogar schon dahin und haben unser eigenes Tabasco mitgenommen. So, die Frage, die ich allen stelle aus Nordrhein-Westfalen, WDR 1, WDR 3, WDR 4 oder 1 Live? 1 Live. 1 Live. Olli Briesch oder Imhoff? Egal. Egal. Beide. So, sehr schön. Also dann habe ich euch eingenordet. Das heißt, ihr seid unterwegs, ihr seid jung, Netflix oder Amazon Prime? Eigentlich Netflix, aber auch Amazon Prime. Beides. Ja, wir gucken kein normales Fernsehen, wir gucken wirklich nur diese Streaming-Dienste. Ne? Das machen alle mittlerweile, habe ich das Gefühl. Deswegen wollen wir auch keinen Fernseher haben, weil wir gesagt haben, brauchen wir nicht. Dann noch eine Satellitenanlage, einen großen Fernseher. Wir können quasi die anderen Geräte nutzen und können da unsere Streaming-Dienste gucken. Saugeil, wieder viel gelernt. So, wir gehen mal einen Schritt weiter. Geht doch mal aufs Bett drauf. Das ist ja quasi ein Multifunktionsbett. Man kann drin schlafen, man kann aber auch prima drin lesen. Ja. Du liest auch schon mal? Nein. Würde ich gerne mehr. Ich lese es täglich. Guck mal hier, da ist gerade der T-Rex, frisst gerade eine Kuh. Oh, echt? Ja. Oh. Man muss sagen, er steht total hier auf das da. Das ist Monster was? Trucks. Monster Trucks. Und Dinos. Ja. So ein Monster. Die Dinos, das Kind. Ich zeige dir. Ja, zeig mir die bitte. Zeig mal dann. Zeig mal die Dinos. Und auch meine Art zeige ich dir. Zeig mal dein Spielzeug. Hier mein Spielzeug. Da ist ein Spielzeug drin. Ja. Ja, ich komm. Ah, er hat schon aus den Videos, kennt er schon. Komm mal her. Nein! Das ist die Autokiste. Die Autokiste.
Das ist toll sogar. Ja, es ist so. Was noch? Ah, guck mal hier, Cars. Guck mal. Hast du Cars? Sag mal, mein Sohn hat ganz viele Cars. Ich habe bestimmt 100 Stück von denen. Die haben wir in eBay Kleinanzeigen haben wir die besorgt. Was hast du noch drin? Sag mal, die Dinos. Noch ein Mehlkochenteil. Oh! Der war bestimmt nicht so süß, als er damals gelebt hat. Genau so. Zeig mir den Großen. Was ist das für einer? Das ist die, mit der gemacht hat. Also ja. Den ich Tate gesehen hat. Okay. Das ist aber auch der T-Rex. Das ist auch ein T-Rex. Auch ein T-Rex. Wow. Noch eins. Das ist einer mit die Spitze. Die Spitze, sag mal. Aber damals die Dinosaurier, die haben sich auch gegenseitig aufgefressen. Es gab auch Vegetarier, weißt du das? Die haben Pflanzen gefressen. Und die wird essen wo? Kühe. Habe ich eben gesehen. Ich habe was gehört. Vielleicht war das ja ein Tibet, was esse. Hast du heute lange geschlafen? Ja. Wie lange hast du geschlafen? Ganz lange? Ja. Ja. Und abends? Gehst du abends spät ins Bett? Ich habe noch einen Teil für Ruhe. Ja, ich sehe schon. Das ist aber, was ist das da? Das ist von Paw Patrol. Paw Patrol. Ich sehe schon, also ich muss dazu sagen, ein ganz normales Kind. Ja, ja. Normales Kind, ja wirklich, ja klar. Alles klar, so ich zeig mal gerade, das sind so ein bisschen die Erinnerungen, die oben drauf sind. Nee, das ist so seine Ecke einfach, ne? Fand ich wichtig. Er hört halt gerne Tonybox und da halt ein Bild und kleine Lesebücher. Wir haben halt noch mehr Bücher mit. Und wir lesen halt immer zum Mittagsschlaf und zum Abendschlafen immer ein Buch vor. So, das ist uns ganz wichtig. Die meisten haben einen Dachboden und einen Keller. Da steht alles drin, was sie die letzten 30 Jahre benutzt haben. Ihr habt ausgemistet. Habt ihr viel auch weggeworfen? Es geht. Es geht. Wir sind dreimal zusammen umgezogen und haben da immer schon ausgemistet. Und wir leben recht minimalistisch. Also. Und Klamotten habt ihr? Hast du einiges weggemacht? Ich habe vieles mitgenommen, aber wir haben auch viele Sachen eingelagert. Wintersachen, die wir dann demnächst holen wollen. Und ja, wir sind immer so zwischendurch. Also wir sind eigentlich ziemlich ordentliche Leute, sage ich jetzt mal. Und wir haben immer mal zwischendurch sowieso immer mal wieder aussortiert und so. Ne? Ist das Schlafen gut hier drin? Sehr gut. Boah. Sehr gut. Sehr gut. Perfekt. Also schläfst wie ein ja, König. Habt ihr eine Hufschutzanlage? Nein. Passt gewichttechnisch nicht. Wir müssen ja erstmal uns rantasten. Was sollst du alles holen und weiß gar nicht, ob es braucht. Ich habe jetzt keine. Habt ihr eine Luftfeder? Luftfeder. Ja. Luftfeder. Da kannst du ja ein bisschen regulieren, oder? Ja, also bei Linnepe ist es so, wir haben die Linnepe-Auflastung so gesehen. Dann können wir rechts so ein bisschen runter. Ich habe es jetzt hier auch. Wir stehen so ein bisschen im Gefälle. Ja. Dann habe ich links hinten runtergelassen. Also es bringt ein bisschen was. So, da vorne jede Menge Kuscheltiere. Ihr habt auch diesen Steifbären, den mein Sohn hat in klein. Ja, den hat er zur Geburt gekriegt. Den will er auch nie wieder hergeben, nehme ich an, oder? Ja, ich bin halt zu Hause mit ihm durchgegangen, welche Stofftiere, was er mitnehmen möchte. Sag mal, da ist noch einer. So, dann habt ihr die ausgesucht. Genau. Und dann habe ich mit ihm zusammen geguckt, was nehmen wir mit ins Wohnmobil und was lagern wir ein. Und dann hat er wirklich gesagt, so, das möchte er mitnehmen. Und dann habe ich es für ihn da halt schön gemacht. Ne, ihn soll ja trotzdem an nichts fehlen. So, er liebt mein Fellmikro. Das ist so da. So, dann habt ihr eine Klimaanlage? Nein. Aus gewichtstechnischen Gründen? Auch nein. Wir haben erstmal gesagt, wir nehmen nur hier die Max-Fan. Genau. Ja. Zuschauer von uns haben uns die empfohlen und haben gesagt, wir testen das erstmal. Und eine Klimaanlage kann man ja immer noch einbauen, zumal es ja auch viel kostet. Ne? Das kommt noch hinzu und deswegen, wir tasten uns erstmal ran und können das ja jederzeit ändern. Das ist da unten ein Topf, oder? Ja, genau. Ja, klar. Für den sehen klar. Die jetzt so aus? Wir haben ein schönes Töpfchen gekauft. Ja, ziemlich cool. So, duschen geht das gut? Ist der Wasservorrat, langt das? Ja, doch schon. Ich habe jetzt, glaube ich, einmal hier geduscht. Ja, achso, du wäschst dich nicht so oft. Nein. Was wir halt oft machen, wir standen jetzt irgendwo, dann haben wir uns mit dem Kanister hin, den auf den Fahrradträger drauf gemacht und darunter abgeduscht. Aber hier waren wir jetzt auch schon einmal und wir waren ja viel noch bei Illos Mar und da haben wir uns dann auch mal abgeduscht. Verstehe. So, das heißt, aber ich kann euch sagen, man lernt auch mit wenig Wasser auszukommen. Du brauchst ja keine 10 Liter. Du kannst ja auch mit dem Waschlappen, kannst dich mal einseifen. Man muss ja nicht dauernd laufen lassen, oder? Nee, muss man nicht. Ja, ist so. Ich meine, zu Hause macht man das dann. Letztes Mal einmal im Schwimmbad, dann war ausgiebig geduscht. Ja, genau. Achso, dann muss der Schwimmbad Insolvenz anmelden danach, oder? Ja, klar, dann waren wir alle schön duschen. Ne? Das kann man dann ja im Sommer gut machen. Ja. Was war das für ein Feeling, als ihr losgefahren seid und ihr habt gewusst, so, wir haben jetzt alles ausgepackt, jetzt geht's los? Ich meine, ihr habt ja darüber berichtet. Bei mir sind die Tränen geflossen. Echt? Ja.
Warum? Ja, weil der Preis schon hoch ist. Ne? Die Leute sagen zwar, ihr habt es euch selber ausgesucht, aber lass mal dein Zuhause weg, wo der Kleine groß geworden ist. Der ist jetzt nur 4. Aber wir haben ja diese Wohnung gekauft. Wir haben uns da alles nach unseren Vorstellungen gemacht. Ne? Also meine Fliesen und ich war schwanger gewesen und. Ach so, das Kinderzimmer. Ja, das Kinderzimmer, alles. Und jetzt auf einmal ist es dann so, das sollst du alles hinter dir lassen. Dann das Auto verkaufen, das mein Auto eingelagert und so. Und das ist schon, wir hatten ja eine schöne Wohnung. Wir haben uns ja wohl gefühlt. Ne? Und wer macht dir die Wimpern? Meine Wimperntante. Aber die ist ja weg dann. Ja. Die habe ich letztens noch mal besucht. Ja, das ist eine kleine Tour, sind wir gefahren. Ich habe schon gesagt, irgendwo, weil das mag ich halt, das ist ganz praktisch. Ne? Und ich muss gucken, dass ich dann irgendwo, wenn wir sind, irgendwo eine anschreibe, hör mal, machst du auch fremd, dass du mir das wieder auffüllen kann oder so. Ne? Ich muss mal irgendwie schauen, wie ich das mache. Das hält ja nicht ewig. Nee, aber ansonsten, ich habe schon gesagt, ich müsste Illo das lernen, das wäre perfekt. Ja, und du dann mir die Haare schneiden, ja, genau, dann haben wir eigentlich alles. Ja, aber drin, dann habe ich, glaube ich, zugeklebte Augen. Da darf ich ja mal reingucken, euer Bart? Ja, klar. So, das heißt, ihr habt ja gewusst, ich komme. So, und dann, oh, jetzt ist, mein Gott, das sieht aus wie im Möbelkatalog. So sieht das bei mir nicht aus. Also der, gut, ihr seid ja ordentliche Leute, ja, muss ich sagen. Deo, schminken geht das gut? Ja, ich schminke mich immer draußen am Außenspiegel. Am Außenspiegel? Ja, da, ich möchte halt hier, das staubt ja so ein bisschen beim Schminken. Und draußen hast du halt Tageslicht und ist besser. Cool. Mama, nee. So, was ich total vermisse, sind die Kleider, wo habt ihr die denn versteckt? Kleider? Kleider, also zum Beispiel hängende Kleidung. Hast du sowas? Nee, wir haben gesagt, brauchen wir nicht. Auch nicht. Ist hier drunter noch was? Ja, also hier haben wir zum Beispiel für den Kleinen mal alles, ne? Okay. Das hier alles so griffbereit, dass wir das für ihn nutzen können. Und Jacken und so, wo sind die? Voneinander gepackt, ne? Also, ja. Unterm Bett, oder? Ja, ja, unterm Bett, und wir haben halt Wintersachen, die holen wir noch. Mal zeigen hier. Ja. Du hast schon Platz hier. Guck mal, ich kann mich jetzt hier hinsetzen. Ich habe richtig viel Platz. Den Rucksack habe ich jetzt hier reingetan. Aber ich habe das wirklich hier quasi dann. Hier sind zum Beispiel Tops drin. Da habe ich eine Kiste. Alles Tops? Ja, ja, das sind alles Tops. Okay. So, dann habe ich hier quasi eine Kiste mit Hoodies. Das ist unglaublich. Liebe Firma Etrusco. So ein Video hat noch kein Mensch hier gedreht. Kiste so mit dünnen Pullovern. Ja, und so geht das weiter, ne? Nee, mach mal weiter, bitte. Okay, warte. Auch ruhig mal rausholen, dass mal, denn ich mach mal gleich ein Gesamtfoto. Sowas habe ich noch nie gesehen. Sag mal, das ist ja Tetris, oder? Ja, das klappt hier super, weil hier sind so Regale drin. So. Guck mal hier, der Berg wird immer höher. Das gibt's doch gar nicht. Ja, das ist noch gar nichts. Das ist noch gar nichts. So, Vorsicht, es kippt. Guck mal, Illo. Ja. Mops. Ich lerne das noch. Dann habe ich hier Sachen, die so frisch gebügelt sind. Okay. Achso, du hast ein Bügeleisen dabei? Ja, so ein Mini-Bügeleisen habe ich mit, aber das habe ich nur bei Illos Mama gebügelt, weil es gibt so Sachen, die kannst du ungebügelt nicht tragen. Mhm. Und dazu gehören die paar Kleidungsstücke. Am besten stellst du daneben, glaube ich. Weil, okay. Weil ich sehe schon, das fällt um und dann darf ich hier nie wieder rein. Ja, weil es dann heißt, der Herzog hier, der hat mich genötigt, meinen ganzen Kram raus. Ach, das geht da hinten noch rein? Meine Schlafsachen. Dann meine Jacken, also das sind so dünnere Jacken und eine Regenjacke mit bei. Okay. Oh Gott, ja hier, oh Gott, die kriege ich glaube ich gar nicht raus. Nochmal, im Prinzip auf der Seite ist deine Seite und das auf der anderen Seite. Seite, und wenn du hier mal guckst, ja, hier sind dann quasi noch Hosen. Die habe ich dann hier in so eine Riesenkiste, habe ich die dann alle so reingefaltet und so reingeschoben. Dann habe ich hier noch die ganzen Hosen. So, da hinten ist die Bettwäsche noch drin, sehe ich. Bettwäsche, genau. Dann ist da noch eine Weste von mir und Handtücher sind dann da noch. Also das ist ja wirklich hier ein ganz tiefes Fach und die Kiste ist ja auch noch mal so. Oben, Seite oben Unterwäsche oder was ist da? Ja, da ist Unterwäsche. Dann haben wir hier quasi, was habe ich da? Müssen wir mal gucken. Also liebe Camper, es geht im Etrusco. Also ihr müsst euch nur überlegen, wann ihr was braucht, weil teilweise... Ja, sowas wie kurze Hosen dann noch mal, ne? Mhm. Also ich bin ganz begeistert, wie ordentlich ihr seid. Es geht aber gar nicht anders, weil du musst es ja immer wieder falten. Habt ihr auch einen Schmutzwäschesack? Ja, hier. Ja, da. Okay. Der ist atmungsaktiv, nehme ich an. Ja, 1,50 Euro bei Ikea. 1,50 Euro. Ist sowieso alles hier von Ikea. Ich sehe gerade, also ja, die ganzen Boxen sind von Ikea. Das klappt doch gut. Ja, die kannst du super reinstapeln. Mhm. Und dann. Ja, und meine Seite ist mehr so die Männerseite. Ich habe, wir hatten gerade nach vorne, haben wir an dem Regal haben wir die Jacken hängen und die habe ich gerade so einfach rein. Mhm. Ne? Also bei mir ist das nicht so mit Kisten. Ja, ja, ich mag es gerne ordentlich, aber ich war schon immer ordentlich im Schrank. Ja gut, als Krankenschwester macht es ja Sinn, ordentlich zu sein, wenn du da. Ich habe da schon ganz anderes erlebt. Wenn du da jetzt irgendein Mittel gibst und oh, tut mir leid,
Ich hab's verwechselt. Aber man hat hier wirklich, wir waren hier echt positiv beeindruckt. Wir haben uns richtig gefreut, als wir hier die Kisten hatten und dass hier so alles reintun konnten. Und es ist halt immer noch genug Platz da, ne? Das ist ja krass. Bedeutet aber, wenn sich einer anzieht, ist der andere wahrscheinlich vorne oder liegt noch im Bett dann, oder? Ja, geht. Also so, ich weiß ja dann circa, was ich anziehen möchte, was ich raushole, ne? Irgendein Oberteil oder so, das geht dann fix. Ich muss ja nicht wie jetzt alles rausholen, das mache ich ja nur, um dir es zu zeigen. Wir reden ja jetzt über, da sind bestimmt so 300 Teile drin, oder? Alles in allem? Ist schon viel. Ich habe schon großzügig eingepackt. So, da vorne ist die Handtasche. Was ist das für eine? Michael Kors? Nee, das ist eine Louis Vuitton, aber eine gefälschte aus der Türkei. Genau. Echt? Ja, ja, aber die fand ich schön. Eigentlich es gibt Fälschungen von Louis Vuitton? Ich bin eigentlich nicht für gefälscht. Ich habe schon hunderte Euros für Handtaschen auch ausgegeben, aber die habe ich gesehen. Ich dachte, ey, ja, wäre es ja blöd, wenn du den nicht mitnimmst. Ach, die ist gut gemacht. Das war eine von den besseren. Ja, ich fand die schön und wir waren in der Türkei und ich dachte, ey, super, ich habe die in echt gesehen da irgendwie und dachte, ja, und da habe ich die gesehen. Ich glaube, 15 Euro, dachte ich, nimmst du mit. 15? Ja. Das ist fair. Hätte ich auch gemacht. Sieht schön aus, ne? Also mir hat die gefallen, weil die so schlicht vom Design ist. Da darfst du nicht in Frankreich damit einreisen, das weißt du. Interessiert mich nicht. Ich glaube, es interessiert dich auch nicht. Ist so der wenn du damit fakest, ja, und so. Ja. Die haben und da dann, ist so, ja, meine anderen Taschen habe ich zu Hause gelassen. Da dachte ich, okay, wenn die irgendwie wegkommen sollte oder so, ist halb so wild. Du hast gerade 500 Punkte bei mir gewonnen, weil ich kaum jemanden kenne, der keine gefälschten T-Shirts, Louis Vuitton-Taschen aus dem Urlaub mal mitgebracht hat. Der deutsche Zoll akzeptiert das sogar. Das ja, egal, solange du das nicht in riesen Mengen mitbringst, dass du das quasi verkaufen möchtest, so könntest du sagen, es ist nur für mich und gut ist. Ne? Und so, ist ja auch. Was ist da drunter? Da sind hier, so. Die Spielzeug. Nee, ah doch. Okay. Stofftaschen, Trockentücher, Lätzchen. Boah, ey, krass, was hier alles reingeht. Aber schön ist ja hier die Dusche, dass die Dusche ist, wenn du die nicht benutzt, ein Teil des Raums. Und das ist ja klasse, oder? Ja. Wir hatten halt mal ein Fahrzeug getestet, wo Dusche und Toilette in einem war. Das fanden wir jetzt nicht so praktisch und Zuschauer von uns haben gesagt, das werdet ihr brauchen, weil ne, du hast mal irgendwie nasse Sachen, die kannst du dann da aufhängen und dadurch hast du hier auch ein bisschen mehr Beinfreiheit, das kommt hinzu und du hast einfach mal die Möglichkeit, den Kleinen auch abzuduschen. Wir haben halt ein Kind und da musst du auch mal sein, okay, der ist schmutzig, musst du abduschen und das ist schon eine feine Sache. Frei stehen auch schon mal? Ja, wir stehen bis jetzt, also seit dem 1.5. stehen wir frei. Wir haben jetzt noch nie irgendwo in der Siedlung oder so, ne, in einer ruhigen Siedlung, wo Häuschen rechts und links sind, ja. Ja, das ist auch der Tipp, den viele geben. Also wenn man frei steht, dann in Siedlungen am besten. Also ja, nicht, ja, wir stehen jetzt nicht irgendwo auf irgendwelchen Rastplätzen oder so, ne, weil das ist uns zu gefährlich. Und da in irgendwelchen Wohnsiedlungen, wir fahren dann zum Beispiel irgendwo ab, wir waren letztens in Köln da irgendwo abgefahren, standen dann da eine Wohnsiedlung, da waren Wohnungen, da weißt du, okay, wenn da was ist, da sind Augen, ne? Wenn da irgendwie was laut ist, dann gucken sie am Fenster. Ist das so, dass man denn am Anfang alles hört, was draußen ist? Nee. Gut, ihr seid auch zu dritt, dann ist das nicht so schlimm. Fahrt ihr da ein bisschen rum, guckt euch die Stellen an vorher so ein bisschen und fahrt auch schon mal weg, wenn es euch nicht so gefällt? Da gab es eine Situation. Ne? Eine Situation gab es, da waren wir so bei Burger King, McDonald's in der Nähe, hätten wir uns eigentlich auch denken können. Dann ist nur jemand direkt, wir wollten uns niederlassen, kam abends spät und dann sind zwei Leute irgendwie daneben gelaufen und hatten dann halt laut gequatscht. Ich möchte den Leuten jetzt nichts unterstellen, so gesehen. Achso, dass sie es extra gemacht haben. Ja, ja, und dass sie wahrscheinlich einfach da was gegessen haben, gequatscht und haben uns gedacht, komm, wir fahren noch mal einen weiter. Dann kommt hier ein bisschen Luft rein. Genau, und dann, dann sind wir halt einmal weitergefahren und dann war total in Ordnung. Jetzt tatsächlich eine Geschichte. Ich war in Amsterdam, IBC, große Messe, und habe mich mit meinem VW-Bus mit Aufstelldach auf das oberste Parkdeck gestellt, weil du da über ganz Amsterdam gucken kannst. Und habe es aber nicht aufgemacht, sondern habe alles zugemacht, leg mich schlafen. Es war Samstag. Weißt du, was passiert? Das war der Haupttreffpunkt für alle Jugendlichen, Autoposer. Das oberste Parkdeck, weil man da so schön rausgucken kann, ja. Jetzt habe ich mir überlegt, was machst du denn jetzt, ja? Und weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe die Rausch-App angemacht und habe geschlafen wie ein Stein. Ach, kennst du die Rausch-App? Nee. Also das Rauschen, wenn er mal nicht einschlafen sollte, ja, du gehst einfach zum iPhone und sagst, hallo Siri, bitte spiel Rauschen. Okay. Und dann spielt die eine Stunde Rauschen und dann schlafen die Kinder allein. Ach krass. Und da ich ein großes Kind bin. Wir hatten das in Berlin, hatten wir das einmal. Da waren wir direkt am Olympiastadion mit dem Wohnwagen damals noch und dann haben sie da Kreise gedreht. Da kam wieder die Polizei, ja, dann mussten wir weg. Dann wieder Kreise. Ja, die waren da am Driften und wir dachten, und dann, nee, die hängen gleich bei uns im Wohnwagen drin. Ne? Donuts. Ja, Donuts. Ja, ja. Sehr schön. Ja, dann kommt die Polizei. So ist es. So, komm mal mit. Jo. Wir haben alles gesehen. Deine Kleidung habe ich jetzt mir mal geschenkt. Was ist da drin, unter dem hier? Warte, mal hier Platz machen.
Ordnung muss sein, ne? Es ist ja quasi das Wohnzimmer, Kinderzimmer, Küche, Bad, ja. Alles in einem. Ja. Ja, für den Kleinen ist da was, ne? Ach so, genau, das ist oben, das ist ein Stein. Hier ist für den Kleinen auch wieder drin, ne? Bücher. Bücher, genau, Bücher. Tipptoy. Bücher, ja, Tipptoy haben wir auch mit. Hier noch zwei Bücher. Ja, guck mal, da ist auch schon wieder direkt drin. Mhm. Ja, es geht schnell. Ja, es geht schnell. So, Spiele habt ihr auch? Playstation oder so? Für ihn? Nee, brauchen wir nicht. Der ist noch zu klein. Ja, ja, ja. Ist zu klein, aber wir haben Gesellschaftsspiele mit, die sind auch da unten noch drin. Was spielt ihr gerne? Was spielt er gerne? Also, Uno spielt oder sowas, zum Beispiel. Ne? Die kann ich ja zeigen. Oder? Skippo auch schon? Hier, das Halligalli. Haben wir hier. Halligalli haben wir hier. Dann haben wir Memory haben wir hier. Dann haben wir hier. Hier Double drin, das ist ein Spiel. Mhm. Mensch, ärger dich nicht, Kinderversion. Uno haben wir hier drin. Dann hier so ein Mini-Lotto haben wir hier drin. Also ich hätte dich, glaube ich, gern gehabt als Mama. Also, mit so viel Spielen, ja, mir Krankenschwester. Wichtig, dass er dann trotzdem irgendwie alles hat, ne? Dass er jetzt nicht irgendwie auf was verzichten muss. Mhm. Ja, was haben wir dann hier? Hier habe ich noch ganz viele Puzzle drin. Du kannst ja auch unterwegs, wenn dir irgendwas fehlt, alles kaufen. Also es ist ja das Coole. Genau. Weil hier viele sagen. Puzzle, hier ist es drin. Ach so, kleine Puzzle. Ja, ja, habe ich dann hier reingepackt. Das sind 49 Teile. Ja. Sind das. Und dann habe ich das so gemacht, dass er direkt sieht, welches Bild das ist und kann sich das dann rausnehmen. Wow, du hast dir viele Gedanken gemacht, oder? Ja, ich hatte ein bisschen Zeit und ich will ja auch, dass er, wie gesagt, alles mit hat und so. Ne? Und was habe ich denn hier noch? Hier ist Lück, habe ich auch noch für ihn. Dieses Mini-Lück mit diesen Heftchen. Also mein Sohn, jeder von euch. Als er so, also nee, ah doch, ja, ja. Das da kenne ich. Als mein Sohn ja auf den Campingplätzen war, da sind ja viele andere Kinder, da haben die ja so viel Spaß und jetzt gerade im Sommer ist das ja prima. Mhm. Habt ihr Skiurlaub geplant mit dem auch? Fahrt ihr Ski ein bisschen? Ne, Ski sind wir noch nie gefahren, wir sind vielleicht mal einmal im Jahr dann zum Schnee. Ich glaube, er hat einmal Schnee gesehen bis jetzt, weil dann auch einfach im Ruhrgebiet nicht so die Zeit ist, also für Schnee so gesehen. Und nö, haben wir jetzt nicht geplant. Ski. Ich hab noch zwei, drei Fragen. Was ist da für eine Box? So eine Riesenbox? Ja, das war gewichtstechnisch, musste die nach vorne. Vorräte sind da so gesehen drin. Das sieht noch nicht so ganz schön aus, bin ich noch nicht mit zufrieden. Milch und so? Nudeln, also das schwere Zeug. Ja, das schwere Zeug. Weil wir hinten was aus der Hinterachslast wegnehmen mussten, haben wir gesagt, ey komm, das ist schwere Sache, da ist sowieso nichts, da können wir eine Kiste hintun. Und dann verfrachtet sich das ein bisschen nach vorne. So, das heißt, du warst auf dem Wertstoffhof, bist mal drauf gefahren, auf die Schrottwaage? Ja, naja, also bei uns, bei der Firma so gesehen. Ja, also ich bin ja, wir müssen uns auswiegen nach jeder Tour oder vor jeder Tour. Da bist du mal drauf gefahren. Da bin ich drauf gefahren. Vor der Achse. Und dann natürlich nur hinten auch mal und dann haben wir einfach geguckt. Wie das ist. Ja, so, klar. Dann setze ich noch mal hin. Zwei, drei kleine Fragen habe ich noch, die alle interessieren. Okay. Erste Frage wäre, Wohnsitz habt ihr noch? Ja, genau, bei Familie. So gesehen, bei Familie. Habt ihr, seid ihr umgezogen quasi? Wir sind so gesehen umgezogen, ja. Umgezogen. Das heißt auch Bankkonto und so, alles, das ist kein Problem, weil ihr habt ja einen Wohnsitz. Wir haben Wohnsitz, genau, alles kein Problem. Weil viele melden ja Wohnsitz auch ab, das ist so, dann wird es ein bisschen komplizierter. Die Versicherung, ihr seid ja jetzt im Ausland unterwegs, da gilt ja die normale Krankenversicherung auch, oder? Genau. Ja, ja, die gilt ja auch und wir sind ja auch quasi, wir haben ja die, was ist das, Mastercard oder so, da bist du ja auch auslandsversichert mit. Ja, und wir wollen jetzt auch noch eine private Auslandsversicherung machen, aber weil wir jetzt erstmal nur hier so drumherum sind, haben wir gesagt, machen innerhalb wir nicht. In Deutschland sind wir natürlich versichert. Genau, genau. Das heißt, wenn ihr nur ab und zu mal im Ausland seid, gilt das. Genau, wenn ihr aber dauerhaft seid, dann ist es anders. Genau, ja. Genau. Wir haben ja vor, auch dauerhaft im Ausland zu sein, aber haben gesagt, die paar Monate sparen wir uns jetzt hier noch wirklich, dann werden wir zum September hin das wahrscheinlich machen und jetzt dadurch, dass er halt in Elternzeit ist, sind wir ganz normal noch versichert. Ne? Ihr seid ja jung, so wie ihr euch ernährt, werdet ihr nie krank. Hoffen wir. Hast du einen Notfallkoffer dabei eigentlich? Ja, ja, ich hab ganz viel. Zeig mal. Das ist nämlich, wenn man eine Krankenschwester hat und die auch, ich meine, es kann ja sein, unterwegs jemand passiert was, du bist ja... Ich sag mal, dann der Retter in der Not und das machst du auch gerne, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, hier habe ich natürlich ganz viele Kinderpflaster und sowas. Wow, das fliegt jetzt wegen dem Wind. Ja. Dann habe ich hier halt. Ne? Du kannst auch Spritzen setzen, nehme ich an. Ja, ich kann alles. Du kannst alles. Ja, und sehr dann habe ich hier ein Fieberthermometer und Pflaster und irgendwo habe ich noch mehr Zeug. Der Defibrillator? Nee, das habe ich nicht. Hast du nicht.
Das gibt es ja oft in öffentlichen Gebäuden. Ne? Genau. Und dann habe ich noch so ein kleines Teil mit Wunddesinfektionsspray im Rucksack, was ich immer mit habe, wenn mal was kommt. Mein Tipp ist übrigens, den Verbandskasten, die Dinger kosten ja nichts, ja, ruhig in Griffnähe, ihn innerhalb des Wagens zu halten. Weil mein Sohn hat sich mal verletzt, da sind tolle Sachen drin, die man auch im Alltag verwenden kann. Weil man kann die nachkaufen für 10 Euro, die sind genormt, da ist alles drin eigentlich. Ja. So, aber viele, die haben die so versteckt und dann fangen die an zu bluten, die haben noch nicht mal ein Pflaster da, ja, und können sich nicht mehr zu helfen wissen. Erste-Hilfe-Kurs schon ein Tipp, oder? Ja, wäre auf jeden Fall nicht verkehrt. Ich finde gerade auch Erste-Hilfe-Kurs, das müsste eigentlich umsonst sein und dass viele Leute das in regelmäßigen Abständen das wiederholen, weil ja, es kann immer mal was sein, dann stehst du da, die Leute wissen nicht, wie sollen sie handeln. Ne? Also es geht ja nicht nur um stabile Seitenlage, es geht ja um Schock, es geht um Bienenstiche, es geht um tausend Sachen, wo man sich fortbilden kann. Ja. Dann zum Beispiel Leute, die Vorerkrankungen haben, denen man helfen möchte und so weiter. Also Leute machen da zu wenig, oder? Aber viele wissen ja noch nicht mal, wie die stabile Seitenlage geht. Ja. Ne? Wie geht's dir? Seitlich hinlegen, und dann Kopf Arm. Überstrecken, ganz ja. wichtig, ne? Und gucken, dass da kein Fremdkörper sich im Mundraum befindet. Boah, es kann ja echt die Zombie-Apokalypse kommen. Du bist Handwerker, sie ist Krankenschwester. Der Sohn wird demnächst beides mit der Ausbildung. Ihr könnt euch helfen, oder? Ja, auch weil wir auch autark so gesehen stehen. Wir können einfach, so also geht's los, Sonne, wir bleiben einfach Wasser. Am Strand, wir essen dann doch wieder Fisch, sag ich mal, weil wir jetzt kein Fisch oder Fleisch essen und dann könnten wir uns dort ernähren und wir generieren selber Strom. Gut, das Gas wäre dann irgendwann für die Kühlung, das Kühlschrank wäre irgendwann weg, aber dann ist es halt so. Internet, wie? Was habt ihr für Karten? Ja. Wir haben jetzt einen Vertrag gemacht mit Telekom, wo wir dann in Deutschland zumindest unbegrenztes Datenvolumen haben und im Ausland erstmal 60 GB haben, damit wir unsere Videos hochladen können, dass wir nicht sofort, wir kommen in einem Land rein, oh nein, wir müssen jetzt uns irgendeine Handykarte holen oder so, sondern dass wir erstmal überbrücken können und dann können wir im jeweiligen Land uns dann auch Datenvolumen kaufen. Das ist ja meistens recht günstig in anderen Ländern dann. Das ist so. So der Plan Platten, was passiert dann, wenn du Platten hast? Ja, wir sind beim AVD. Gut, telefonieren, rufe ich an. Ja, man kann dann ja nicht viel Zeitdruck. Machen. Wir haben ja keinen Zeitdruck. Dann können wir irgendwo genau. sein. Ne? So, ich mache mal gerade mein Handy weg, denn Zeit ist ja für euch. Mal gucken, dass mich einer hier am Samstag stört. So eine Frechheit. So, das haben wir geklärt. AVD haben wir geklärt. Ihr seid unterwegs. Ihr steht meistens frei. Portugal darf man nicht mehr freistehen. Trinken ja. wir trotzdem hin. Werden wir erstmal selber testen. Ne? Wir müssen gucken. Nein, wir wollen ja auch nicht nur freistehen. Ja, ja, genau. Das ist ja Gerade nicht in das, was wir. In Ferienzeiten wollen wir auch ne, für den Kleinen dann auf Campingplätze. Campingplätze. Wirklich, andere ja. Kinder auch. Oder? Ja, ja, ja genau. Dann ist vielleicht richtig. Ein bisschen teurer, aber dann wir müssen auch da an den Kleinen einfach denken. Ne? Gerade in den Ferienmonaten. Ne? Wenn die euch sehen, ihr habt so einen tollen Kanal, dann kann man ja auch mal über den Campingplatz berichten. Oder? Ja, wäre toll. Ja, klar, mal gucken. Wir sind halt für alles offen wirklich. Ne? Also wir leben einfach vor. Wir leben es wirklich vor. So. Unseren Traum. Da sind sie. Ilo. 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 Und Mops. Olli nur andersrum. Olli wie andersrum, deswegen. Und Mops, weil du so mopsig warst. Genau. Dann, oder bist, das glaube ich aber nicht. Ja, schön. Abschied nochmal von deinen Freundinnen. Ist das so richtig passiert? Fahrt ihr nochmal zurück nach Hause jetzt, bevor ihr die große Reise macht? Ja, ich habe schon ein paar Freunde, haben uns verabschiedet, sind auch Tränen geflossen. Ne? Und ja, Plan ist, dass wir demnächst, also in ein paar Monaten, dass wir einmal wieder quasi zu Hause sind und dann sieht man die auch nochmal. Und dann ist vielleicht, ja, dass man sie nicht mehr sieht. Ne? Aber das war schon teilweise traurig gewesen. Dann haben wir Abschiedsgeschenke gekriegt, wie hier zum Beispiel von meiner Freundin Maria. Das ist eine Baumperle. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht kennt. Die hat vom Baum, das sind quasi so Art Ausstülpungen am Baum. Und dann macht die da die Rinde ab und hat das bearbeitet mit einem Dremel. Und sie hat immer, wenn wir uns treffen, hat sie immer, ja, sie ist auch so ein natürlicher Typ. Und dann hat sie immer diese Baumperlen gesehen und wie so ein Neandertaler immer die da irgendwie versucht abzumachen. Und dann hat sie mir das halt so zum Abschied geschenkt. Und für Mian gab es dann auch was und für Lo gab es auch was. Ne? Mhm. Und von unserer Freundin Sarah haben wir zum Beispiel den Schlüsselanhänger gekriegt auch. Den haben wir da vorne. Der wird uns begleiten. Der ist musikalisch. Also, ich fasse mal zusammen. Ihr habt einen YouTube-Kanal. Richtig. So, ihr habt Instagram-Kanal? Instagram haben wir auch. Wie läuft der? Da ist so ein bisschen, also wir haben den Fokus wirklich auf YouTube, aber so, genau, wir müssen den, ich sag mal, wir müssen Instagram füttern. Da wollen wir halt auch aktiver sein. So, Instagram kommt, dann TikTok? Nö. Braucht ihr nicht. Man so, muss also. Nicht auf jeder Hochzeit tanzen. Facebook?
Haben wir auch nicht. Also wir haben, bevor wir YouTube gemacht haben, hatten wir auch kein Instagram, wir hatten kein Facebook und so, wir hatten nur WhatsApp. Ich kann euch dringend empfehlen, macht einen Facebook-Kanal und verlinkt nur die Videos von YouTube. Okay. Und das bringt so viel, mache ich ganz oft. Also dass die Leute das teilen können, du kannst auf YouTube schlecht teilen. Aber Instagram, das hat auch jeder. Ja, aber du musst mal YouTube, da sind ja die etwas Älteren und Camping ist ja so ein Thema, doch, also eine Masse für viele Ältere. Das ist so, die Jungen haben ja keine Zeit, weil die müssen ja alle arbeiten, geben ihr ganzes Geld aus und so. Ihr seid total abnorm, ja. Also normalerweise, ihr habt schon Eigentumswohnung gehabt, ja. Ihr habt schon, die meisten, die verpassen ja ihre Kohle und leben dann davon. Ja, ja, klar. Also wir haben auch die letzten Jahre hart gearbeitet, sag ich mal, und haben uns auch was aufgebaut, ne? Also das ist jetzt... kann man ja auch mal so sagen. Ja, viele also, haben zum Beispiel aber monatlich gut gelebt. Bei uns war wirklich so, wir haben immer das Geld ging für die Immobilien drauf. Ne? Dass wir immer das Geld weggetan haben für Sondertilgungen und für alles, weil wir gesagt haben, wir wollen jetzt irgendwie was schaffen. Ne? Also ihr könnt jeden Tag eine neue Folge sehen, auch schon mal zwei? Eigentlich nicht, nö. Nur beim Abonnenten-Special. Nur beim Abonnenten-Special. Ah, da muss man lönen für, oder? Nee, wenn 500 mehr da sind. Ja, genau, wenn wieder 500 mehr da sind, dann kommt nochmal so ein Bonbon. Ah, so, okay, so, klasse. Ja, dann geht auf den Kanal, denn wenn ihr das guckt, da ist ein bisschen Werbung drin, dann verdient ihr ein bisschen Geld und das ist ganz wichtig. Dann schaut mal fleißig die Videos und abonniert, das ist ganz wichtig. Ihr müsst die Glocke nicht anmachen, ihr könnt sie anmachen, aber Abo sieht schon mal cool aus. Ja, das ist so. Komm, wir gehen mal schnell raus, dann zeige ich euch mal. Das ist übrigens hier Tiefeinsteiger, ist was Schönes, du brauchst auch wirklich keine Stufe. Und hier stehen wir heute am 28. Mai 2022, Illo und Mops, ich werde es quer verlinken. Ihr beide seid total sympathisch und ist ja oft so, wenn man dann als blonde Frau sich ein bisschen exponiert, dann sind ja andere Frauen, du bist schlank, du bist blond, du siehst gut aus und so weiter. Das könnte ja für kleine Konfrontationen bei anderen Frauen sorgen, merkst du das? Ja, ich hatte schon immer mal, dass wir Leute kennengelernt haben, die mich dann kennengelernt haben und gesagt haben, wir dachten, du bist ganz anders. Ne? Du bist so ein bisschen Etipetete oder so. Ja, so, das so, denken ne? die dann. Ne? Das aber ist dann ganz ehrlich. So Schublade auf und... Ne? Also ihr seid schon anspruchsvoll, das merke ich. Also ihr beide zusammen, es kracht schon mal? Boah, nee, wir sind nicht die Schichtschreit-Typen. Ne? Also man zickt sich mal wir an. Wir konnten schon immer gut zusammenarbeiten auch. So. Ja, wir können gut anpacken. Ja. So, ich mache mal die Kamera aus, so könnt ihr euch anschreien. So, bis zum nächsten Mal. Abonniert den Kanal. Bis dann. Ciao. Tschüss.